Ladies and gentlemen, please take your seats. The ceremony is shortly about to begin. Sebastian? Now? It's now working? It's now working? Okay, so if you'd like to take your seats, we shall begin. Excellent. Okay, so good afternoon, everyone. Distinguished guests, colleagues, friends, welcome to everyone of you who is here in person in this very impressive atrium, the Lichthof, in this equally impressive building, the Wellfenschloss at Leibniz University, Hanover. And also welcome to everyone who is following us. We're on live stream today, so anywhere in Europe, there could be someone watching us. Anywhere in the world, potentially, who knows? Okay, so my name is Steve Doswell, and I will be your host for this ceremony. I will be speaking in English. I'd also like to welcome my co-host, Reinhard Lafrenz, who is the Secretary General of EU Robotics, who will be conducting the panel discussion, and that will be mostly in German. Okay, so this is the central event of European Robotics Week. And we are in the middle of 4 days of robotics-related activities here in the host city of Hanover. And this afternoon, we have the opening ceremony to mark European Robotics Week. There are robotics events taking place right across Europe, from Scandinavia in the north to the countries of the Mediterranean to the Adriatic, and even to the Black Sea as well. Right across Europe, there are robotics activities taking place. Normally, an opening ceremony takes place at the start of an event, but European Robotics Week has already been running since last week. So European Robotics Week this week covers 2 weeks, and there will even be events that are taking place as late as December. These are busy times, so who has time to wait? There are 7 days in a week, but clearly we are very flexible about our definition of a week. We like to provide added value, so that's why there are events taking place over a much longer period. Speaking of added value, the central event takes place over a 4-day period, and it will continue with the Education Day tomorrow. And on Friday, the focus will be on tech startups. We also had a very interesting day with the Roberta Challenge yesterday. And we have some edited highlights to show you. So, my colleagues are about to let you see that on the screen. Thank you.
Okay, so the Roberta Challenge. So back to today's ceremony. We have a lot of people to introduce to you. Each one brings a different dimension to our opening ceremony. So we will move on to meet them. You can see here, this is our running order for today. So we start with a word of welcome on behalf of our hosts here at the Leibniz University Hanover. We're honoured to have a distinguished representative of the university with us. Please welcome Professor Holger Blume, Vice President, Research and Transfer here at Leibniz. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen des Präsidiums der Leibniz-Universität Hannover darf ich Sie hier in unserer guten Stube, dem Lichthof der Leibniz-Universität, begrüßen. Wie eben schon gesagt wurde, ich bin der Vizepräsident für Forschung und Transfer und von Hause aus bin ich Mikroelektroniker, also auch relativ nah an dem Thema Robotik dran. Und deshalb freue ich mich persönlich auch ganz besonders, dass wir so eine Veranstaltung, die eben die technischen Fortschritte aus dem Bereich der Robotik in die Universität bringt, durch die beteiligten Firmen und umgekehrt die Ergebnisse der beteiligten Institute in die Industrie und in die Öffentlichkeit transferiert, dass so etwas bei uns hier stattfindet, ist ein großartiges Event. Und ich freue mich insbesondere auch, dass wir seit Jahren durch die Aktivität von verschiedenen Gruppen, ich sehe da Ina May zum Beispiel, durch die Roboterfabrik, durch die Robospace und so weiter, wir die Aktivitäten rund um die Robotik auch schon in die Schülerschaft bringen und Schülerinnen und Schüler begeistern, sich für das Thema Technik und insbesondere Robotik zu interessieren. Und es ist wunderbar zu verfolgen, dass viele der Schülerinnen und Schüler, die ganz früh als ganz junge Schülerinnen und Schüler da schon aktiv sind, über die Jahre mitgewachsen sind, jetzt als Betreuerinnen schon dabei sind und vielleicht irgendwann bei uns studieren und in diesem Bereich tätig sind. Dass diese die European Robotics Week hier stattfindet, ist natürlich ein Verdienst von vielen Personen. Wir haben als Organisatoren vor Ort Hannover, Robotic City, wir haben die RobotX. Wir hatten gestern bei der Roberta Challenge wieder mal die Robospace GmbH ganz aktiv vertreten und wir haben diverse Sponsoren, die diese Veranstaltung unterstützen. Die Hannover Messe, die Region Hannover, die Firma Schunk, das Transformationsnetzwerk Neuwagen und weitere. Bei all diesen unterstützenden Partnern möchte ich mich bedanken und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie jetzt seit gestern und in den nächsten Tagen interessante Diskussionen führen, dass Sie sich begeistern lassen vom Thema Robotik, von den verschiedenen Beiträgen aus der Forschung, aus der Industrie und dass Sie die Zeit nützen zu inspirierenden Gesprächen. Ich freue mich nachher auch auf die Podiumsdiskussion. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei dieser Veranstaltung. Danke. Thank you, Professor Blume. Okay, so we really do appreciate the generosity of the university in making the Lichthof available to us today, and indeed the support for the whole of the central event. Our next dimension is Europe, specifically the European Robotics Community, and very specifically the European Robotics Association, EU Robotics, which coordinates European Robotics Week. Last year, our next guest could only join us on screen via a live link. This year, I'm delighted to say that he is with us in person. Please welcome Dr. Bernd Liepert, President of EU Robotics. Thanks a lot, Steve. Yeah, it's great to be here. Schön, hier zu sein, nachdem das letzte Jahr für mich leider nicht funktioniert hat. Ich war mit Covid krank und möchte mich ganz besonders bei den Initiatoren hier bedanken, dass es wahrscheinlich nur wegen mir dieses Jahr nochmal möglich gemacht haben. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Einladung. Ich habe lange überlegt, ob ich hier als Bayer, da komme ich gleich noch dazu, in
Deutschland Deutsch spreche oder ob ich im Sinne unserer Association und der Kollegen vom Board in Englisch rede. Ich habe für mich eine gute Ausrede gefunden. Hannover gilt ja als Zentrum der deutschen Sprache. Man spricht hier Hochdeutsch. Und auch wenn ich mich bemühe und fast die Zunge breche, funktioniert es mit Hochdeutsch nicht. Ich hoffe, man versteht mich besser, wenn ich Englisch rede, als wenn ich Deutsch probiere. That's the main reason why I would like to change to English now. And once again, I'm very proud to be here in this wonderful building in the university, close to robotics, close to mechatronics. And you should know robotics, that's an experience where you have to use all your senses. Yeah, you need mechanics. You have to put the hand on the system. You have to talk to the system. You have to program a robot. That's important. It's not only software. It's not only artificial intelligence and all these things. No, it's really mechanics, electronic, mechatronic, UI, UX, all these things combined under one big umbrella. And that's really cool to be here at this place. And therefore, beside of all the discussions, and if we listen, and today we will have a wonderful keynote from a good friend and colleague about AI, but if we are listening to this, we should never forget that we need the mechatronics too, or to make an example. Yeah, if everybody is in fear of, for example, the Terminator, okay, it might happen that in 10, 20 years from now, with this fast development of software and artificial intelligence, it would be possible to develop intelligent, dangerous systems. But based on the existing mechanics today, it's not really dangerous. He cannot meet you, he will not hit you. Too slow, too heavy, and not flexible enough. Therefore, it's clear that robotics needs AI. Yeah, we have to make robots a little bit more intelligent in the future. But on the other hand, AI needs robotics too to get solutions and answers to the challenges of the future. And the key is bringing these both worlds together, and therefore to make Europe strong. And make Europe strong is not compared to the statement we know from the last American president. No, that's not the message. The message is we have so many challenges, and it's not only the climate change, it's the aging society, it's a shortness of workforce, and all these things. And we have to have answers for all these problems, and based on robotics, I strongly believe, and I'm now since close to 35 years in robotics, I know that we will have answers in the future. And bringing people together with robots cannot start early enough. It's cool that we really see all the children, like we had in the video here, starting working with these systems and exploring this haptic of robotics, because these are the roboticists of the future. These are the folks making robotics strong in Europe and supporting us in the development. And therefore, I think it's cool that at this place here, and therefore I'm so happy again to be here, and to have the central event here in Hanover, that this starts early, and we have the different generations up to the PhD students working with the robots here in Hanover. And taking a look on the education exhibition, that's a great example how to spread robotics through whole Europe in the future. And I hope it's a blueprint for others, because the European Robotics Week is this week opening the doors, having thousands of events
all over Europe with 10,000 of attendees, and if we get this message transported to everybody that they should focus, they should bring robots closer to people, then it's really successful. And therefore, once again, you are making this possible. And many thanks to all the folks working hard in making this possible, organizing these days. Thanks for the invitation, thanks for having us, and I'm looking forward to a great afternoon, to good discussions, to a for sure great presentation, and tomorrow talking a little bit to the kids in the exhibition. Thanks a lot. Okay, so thank you very much, Bernd. So you've been welcomed by the university, you've been welcomed by EU Robotics. I hope you do indeed feel very comfortable and welcome, because you are. Okay, so we are now going to move on to our keynote presentation. It will be given by Professor Michael Beetz, who has a wonderfully comprehensive title for his presentation, which is Research, Education, Training and Innovation in AI-Powered and Cognition-Enabled Robotics. So in Michael's own words, that's pretty much everything he's ever wanted to speak about. Okay, so Michael Beetz is Professor for Computer Science at the Faculty for Mathematics and Informatics of the University of Bremen, and head of the Institute for Artificial Intelligence, IAI. Michael received his diploma degree in computer science with distinction at the University of Kaiserslautern, and he received his MSc, MPhil, and PhD degrees from Yale University. And then Avenia Legendi from the University of Bonn. Michael was a member of the steering committee of the European Network of Excellence in AI Planning and coordinating the research area Robot Planning. He's associate editor of the AI Journal and has been coordinator of the German Collaborative Research Center, EASE, Everyday Activity, Science and Engineering, since 2017. In 2019, he received an honorary degree from the University of Örebro for his long-standing cooperation and exceptional international research. Without further ado, please welcome Professor Michael Beetz. Okay, thanks a lot for having me here, and it's a great honor. And yeah, so it's a long title and almost an abstract. So I will talk a lot about AI-powered and cognition-enabled robotics, and a little bit about research, what we can do in research, education, training, and innovation with it. Okay, so let's start with what a robot is. A robot is an electromechanical device with an articulated body. It has joints and links and motor in its joints, and it can move its bodies, its links, relative to each other by basically putting energy on the motors, right? And by doing that, it can exert forces in the environment. And by that, it can basically put the hand on an object, pick it up, and place it. So this is very important because kind of we want to have robots and we want to program them to actually perform tasks in the physical world, right? And so if you're thinking about that model,
and you think about the control program that we have to write for these programs, it's the ultimate task of that control program is given an underdetermined task that the robot is to accomplish, kind of find a body motion that achieves the desired effects, avoids unwanted side effects, and doing that. So, and that is kind of an incredibly challenging task if you're looking at everyday manipulation tasks. So we as humans can perform tasks like set the table, clean the table, bring me something to drink. And the challenge in these tasks is that they are very underdetermined, that they are vague, that they are ambiguous, and that you have to make sense out of it and contextualize these very vague tasks in the environment. And you have to understand the physics of the environment in order to generate the body motions that have the right effects. And this is actually one of the ultimate science problems that we have and that we have to deal with, right? So that is because nature has equipped us with the brain and the cognitive capabilities, right? And so if you think about the relationship of AI and robotics and intelligence and robotics, intelligence is there because we as agents have to act successfully in the physical and in the social world, right? And there's no other reason. And if we have AI that is not capable of running on robots, this is not AI, right? So this is kind of not achieving the ultimate purpose of intelligence. So if you're thinking about that way of a robot control program, right? So what the robot control program has to do is, if you're looking at that contextualized motion of the robot in every kind of sub-episode in that movie, and you subtract from that the instruction we have given to the robot, something like set the table or give me something to drink, the difference between those both has to be in the knowledge and in the reasoning capabilities of the robot. There cannot be another place where actually this gap is filled. And of course, if we are doing intelligent robotics, the question is, how do programs that are so capable, how can we design them? How can we actually implement them? And how can we have a science and engineering disciplines that understands how we can actually realize such robot control systems? So the question of how complex such a robot control program is depends essentially on the complexity of the what the robot has to do. And there are three dimensions that are actually determining how big this complexity is. So one is the robot itself, and maybe other agents the robot has to act with. The second dimension is the task it has to accomplish, and the third dimension is the environments it has to accomplish the tasks in. So if you're looking at these dimensions and you're looking at agents, right, so it depends on how many different actions the robot can perform, what the sensors are, what the uncertainty is, whether it can use tools, right? So that means actually the robot is changing its body while performing tasks. Whether we have multiple robots, and a kind of the most complex case is that if we have the robot acting together with a human. In tasks, we have simple and complex tasks. We can have multiple tasks. The tasks might dynamically changing, they might even be novel, knowledge intensive, they might be navigation tasks, but also kind of involving manipulation.
they might have social aspects, lifelong underdetermined, right? And if we basically have a robot acting kind of a very complex task over a lifetime of a robot, that's actually huge, right? And if you're looking at environments, we have man-made environments which are constructed for actions to actually succeed, natural environments, changing environments, open and closed environments, environments that can be observed, or we might have tools, and environments might even be adversarial, right? And again, kind of the complexity and what capabilities your robot control program needs depends on those characteristics of these tasks. And if you're looking at it, so you have at the left the vacuum cleaners, autonomous vehicles, and the kinds of robots that I'm mostly interested in my research are robots that I would call agents that can basically take goals, something like set the table, and accomplish them and kind of act competently in all the different contexts that these tasks have to be accomplished in. And here you see pick and place tasks, like set and table, meal preparation tasks, robots learning tasks by watching instruction videos and reading instructions from the web, and here robots doing interactive task learning with humans, right? And if you see kind of the human brain and what the human brain is kind of has in terms of cognitive capabilities in order to act successfully, it's way out there. So I mean, AI is generating a lot of attention and hype also these days, right? And kind of there are a number of researchers proposing that deep learning techniques like ChatGPT can be generalized to robot control, right? So the idea is you are training these networks on all images in the World Wide Web and on all speech text and text that you can get. And now you are actually getting in robotics. You are taking all the experimental data from all the robotics institutes and you're generating simulators in which you can generate environments and robots and tasks, and you'd use that in order to kind of generate unimaginably large data sets for supposedly for learning everything, right? But we also see that this technology doesn't come without flaws, right? And this is actually, it's not that the technologies actually have flaws, it's a deliberate choice, right? So the technologies have strengths, and but it's a trade-off, right? In order to get these strengths, you kind of have to make kind of decisions of what your system should be not capable of doing, right? And so the huge step we have made is that we can train AI systems with amounts of data we have never imagined in a scale and breadth that is unimaginable, right? But you see some of the flaws here, right? So here the kind of the first one is DALL-E, so which is an AI image generation system about generating a picture of a salmon swimming upstream, right? Which is kind of a perfect image, right? It's even kind of, if you're looking at the drops, but it's not meaningful, right? Because it's kind of the salmon that is dead, and the salmon that is dead cannot swim. But if what you're doing is generate that is
the most probable image, given all the data you have seen in the web and you see so many salmons that are cooked, this is the most likely thing you generate, right? And but you don't have meaning with these things. And you see similar things with ChatGPT. So you're having a small dinner party. You want to serve dinner in the living room. The dining room table is wider than the doorway. So to get into the living room, you will have to. And ChatGPT, that's a kind of a much older version, remove the door. You have a table saw, so you cut the door in half and you remove the top half, right? And again, it's kind of, if you have read all the text in the internet, so this is probably the most, it's a right solution, right? But it's a solution that doesn't make sense if you're actually imagining the action and that you are destroying the door for no reason and you're making everything complicated. And a third example, did you know that there is no country in Africa starting with a K? And ChatGPT answering, while there are 54 recognized countries in Africa, none of them begin with the letter K. The closest one is Kenya, which starts with a K sound, but it's actually spelled with a K sound. So again, so the kind of, the thing is not that this is wrong. So the thing is that the answer is inconsistent in itself. And if we imagine that this is an action of a robot, right? So it's kind of disastrous, right? And you can fix each of these problems, but then other problems come up, and which is actually happening in autonomous driving, right? So in those cases where you see that we are making huge progress and we're getting kind of very disastrous failures at the same time, it's good to look at nature and what is happening in nature when actually in intelligence evolved. And if you are looking at nature and how the cognitive capabilities evolved, I think there is one step in the evolution of cognitive capabilities that is defining for intelligence. And that's the manipulation, the goal-directed manipulation of objects. And if you're looking at how the cognitive capabilities actually jumped at that point in time, so we see the co-development of language and action. We see kind of that kind of mental simulation, that something that we are told, we can kind of imagine, we can mentally simulate and look at it with our mind's eye. Representation of action and tool use. Imagine how complex tool use is. You're taking a hammer and suddenly you have a different body and you have different capabilities and you have for the first time in your life actually control something with a different body, right? So it's a huge step, right? And also if you are looking at that, so the people in cognitive science, for instance, Kahneman, they also suggest that our brain is not only one mechanism. It's actually different systems. So one is more fast end-to-end, and it's trained by many, many different examples. It's context-driven, and that's kind of what we have with our AI-powered systems today. But there is a second part, which is very slow, which has very different capabilities, which can effectively deal with novel problems, which is prospective and deliberate, which I call the cognition-enabled part. So while we are really successful, I think, in system one, I think the system two aspect is very uncharted. So, and system two, in my view, requires actually the system
to reason about representations of models and models of situations, task partner models, and of the intended tasks and actions. So you're actually looking at the tasks you want to do before you're executing them, right? And if you're doing that, something like that you're cutting a door before in order to bring a table next door wouldn't happen, right? Because you understand the consequences of your actions. So how can we equip the robots with such models? I think the first class of models are situation models. And I think here we have actually obtained through technique a very new powerful tool, and that is game engines, scene graphs, and the whole simulation technology that comes with it, right? So that gives us actually the technology to have a representation of the world in terms of data structures that is detailed and accurate enough for a robot to act in the world, right? And it's also able to render the world, right? And we can basically execute and mentally simulate robot control programs in these environments. So the good thing is that these are data structures, so they are accessible, they are modular, and you can reason about them. You can cast them as symbolic knowledge bases. If you cast them as knowledge bases, you can ask questions about them, and the system will be able to answer them. But also, it will be able to answer the question and rendering the answers so that it can be matched to the images. So it's kind of an extremely powerful framework that we are seeing here. So the second component of models are task and action models. And so task models are things like generalized plans. So a generalized plan is a plan for a category of actions, something like pick and place, which is very generalized so that it can adapt it and contextualized for many different situations. So the plan for fetch and place says in our case, well, if you want to fetch an object, you have to go with your robot at a place where you can see and reach the object. And then when you see and reach the object, you have to pick it up somehow. But you're not actually committing at that point how the object is to be set up. So you need a system that is actually complementing that you are doing hand waving in your plan with the knowledge that it can actually apply at execution time in order to make the vague statements concrete and executable. And you're doing that with providing the robot with knowledge bases. So saying something like, cups used for table setting have to be clean and unused. Cups in the cupboards are usually clean. Cups have to be cast from the outside. Parameterize your motions to avoid unwanted side effects. The power of these knowledge chunks is that they are generalized, that they actually apply to everything. And in particular, they also apply to things you don't know yet. So that actually makes the robot kind of robust if it has to deal with the open world. So here you see kind of one program, the program for fetching and placing objects. You see that the same program is acting on different robots in very different contexts. I mean, here it's even together with a human
where human is pointing at the object, so it requires actually interpreting what humans communicate. You see assembly task, you see another task where the robot is rearranging a store. And you want to have these things that these programs, they can run in a simulation engine, and this is simulated while the robot is executing that. And now you can spawn kind of all different kinds of robots, all different kind of tasks, and all kinds of environments, and now you can generalize. And we will have a look at that. So what you want to have is, if you are a researcher in the internet, you kind of want to have the robot control programs that work in somebody else's lab on physical robots in a Docker environment. And you want to have it running in simulation on your own computer, and you want to have the very same program that somewhere else run to on the real robots, right? So this way, you are actually multiplying the power that you have in terms of researchers and doing that, right? And you have everything basically as knowledge base here that you can use. Okay, so let's just look at one of these knowledge chunks to see how they can look and what they are doing. So here you have a knowledge chunk which is actually used in the robot, in the video we have seen. So essentially, if we reconstruct that as a logical statement, you could say what the knowledge chunk says is a robot R can accomplish task T in environment E through a body motion M. If T is a task and the desired effect of the task is to open a container. And the articulation of the container is a joint and a link, and the link has a handle, and of the articulation model, the open state is OS. And then you're taking essentially that information and you put them as constraints and objectives in a constraint and optimization based control system, and you ask, can the robot execute that motion, right? And you would actually execute this predicate by calling an optimization based motion controller, right? And if that motion controller is generating such a motion, that's a motion you should use in order to open that container, right? And if you're doing that, it's perfectly fine if you learn about new containers, new handles, and you can integrate them in the models and your system will grow there. But these ideas, they are not only powerful in order to write robot control programs, but they are also extremely powerful tools for us as a research and innovation community. And if you think about in robotics, there was actually one occasion where we were successful in building a powerful research and innovation community, and that was the ROS community. And the reason why that was there was a company, and it was not particularly huge, right? But they were developing a robot, they were developing a robot control system and tools with them, and they were just giving that robot control system to everybody else. And everybody who programmed with that was sure that if they were doing something, that could run on a real robot, right? And because the company was not going as a missionary and saying,
you should write your programs this way and not this way. But they were only providing, and they grew a community. So this was the reason they were successful, right? And I think we should remember that and try to replicate that. So if you're taking that and you say today's technology, so what we want to have is virtual research laboratories, right? So we want to have not only kind of a robot, we want to take complete environments and tasks and actually share them with the community, the way I've shown it in the video. If we are doing that as a European robotics community, we can build a virtual research building. So we want to try that in EU-Robin with kind of the infrastructure of Eurocore. In that virtual research building, you can go into the leading robotics labs in Europe, and you can download them as any researcher when you don't have these robots and actually work in these labs. So if you're sitting in front of your computer and you are not having kind of these very sophisticated robots. Just go. So you're going, say, into the part of the building that is concerned with household robots, right? So you're taking an environment, and Francesco is here, so we are taking a Tiago robot, and we are setting and cleaning the table. We want to run the code. And the system comes up as a Docker environment running in the cloud. And takes a bit, it's kind of Edworm here. So you're clicking and you're kind of running the system. And the system builds up our kitchen environment. It puts in a Tiago robot, and you can execute our robot control program in that environment. As a researcher anywhere else, you have access to the source code. The system is automatically recording the experimental data of that, storing in an open web service, and allows you to scientifically work and make the research repeatable and reproducible at other places. Right. So here you see. And the thing is, these are really the programs that run on robots. And so just imagine, right? So the, what reach out you have in parts of Europe, in other parts of the world, what kind of access to talents you can get if you actually spawn these kinds of buildings in the web, right? And and you want to have other research activities. So something like you want to learn knowledge graphs in the cloud. And you kind of, that means you run your knowledge graph construction tools on WikiHow and on all the recipes. So you want to kind of do something like halving an apple, and you query, and then you get essentially the steps of a plan that are now derived from knowledge graphs. And we don't have it here running yet because we are building up, but for some of these plans, we can run simulations where we can actually check whether the plans that are generated that way are feasible. Okay, so, but this is not only for research, right? So this is also for education, right? So what you also want to do is you want to build kind of textbooks
for cognitive robotics, where you have a textbook that is open educational material. You give access to students worldwide to it. You are embedding videos into the kind of book. And in the book, you also give the students access to the labs, right? So they do actually research training on the research tools. So already when they are actually in the classes, we can get them and actually make them work on the same kind of problems that are also our research problems. Another dimension of that thing is that it's not only kind of research and education, it's also a digital innovation platform. It lets customers and robot producers come together and software developers, and you want to build an environment. And here on top of the European AI on demand platform, where on the top level you have these research buildings and all these different applications you have. At the bottom, you have the AI on demand platform. But in between, it's actually now you want to get the community and to agree on standard interfaces, on representations, on APIs, so that you can actually interface the systems much more efficiently and that you can generate synergies between all the teams, right? Okay, so this is kind of the conclusion of the, I mean, Rainer has yesterday put out the challenge. So in Europe, we kind of a possible goal could be to have 300 million robots that help us master our societal challenges and secure our wealth. And if we want to go for that, right? So that's kind of a huge challenge. And I think it's kind of a very powerful challenge for the robotics. So if you're thinking of all these different dimensions, different robots, different tasks, different environments, so there's a huge space of different robot applications we have to develop. So how can we actually build so many robots with so few programmers, right? And I think it's also very clear, if we have robot agents that really help people, that rescue people, this requires actually agents of enormous complexity, which is one of the great science challenges that we have. The second conclusion, foundational models alone won't get us there, right? So they are great where we have the data to learn from, where we can generate them. But if we really want to make the 300 millions, right, so we have to have robots that understand what they are doing, that understand the consequences of their actions, and that understand what others want them to do, right? And they have to be able to change their action accordingly. I think from a European perspective, we should look at that problem both with humility and optimism. We should look with humility because it's really a great science challenge, right? It's kind of far from being solved. It's kind of a moonshot activity to get that. But we should also look with optimism, right? Because if you are looking at cognitive robotics, we are the leaders. And I think we are ahead of the others. So it's a great opportunity. I also think that if we really want to go that way and we kind of want to lead that way, the only way we can really do that successfully is through open education, training, research, and innovation. So we have to have a build
a community, and I think EU-Robin is one of the vehicles for doing that, and I think that's kind of a, maybe a once-in-a-lifetime chance that we have at the moment, and from my perspective, I think we should try to make a point there and try to kind of exploit the opportunity. Thanks a lot. Thank you very much, Professor Michael Betz. I'm sure you found that absolutely fascinating. We said that we wanted to give you added value today. I certainly think you've received that this afternoon. Okay, now it's time to watch some TV. In the UK, at the end of our main news programme in the evening, the presenter always says, and now for the news where you are. Well, we'd like to bring you a glimpse of how European Robotics Week is where they are, and they are the national coordinators in the countries around Europe. We only have a small group of these to share with you, but hopefully you'll find them warm and fascinating to get a glimpse of how European Robotics Week is being presented in different countries around Europe. I think that's it. Yes, shall we go for it? Okay. Hello, my name is Jenny Hoch and I'm the national coordinator of the European Robotics Week for Germany. I work for the robot manufacturer KUKA in Augsburg. Over the past few weeks, my aim has been to acquire as many institutions and companies in Germany as possible to open their doors to us during this special week. Especially in our 125th anniversary year of KUKA, the European Robotics Week is a special highlight of the year 2023. Following our slogan, "Keep on moving," we at KUKA are asking ourselves what the next 125 years of our automation company can and should look like. To address this, we have created an exciting program for children and young people as well as for adults, such as a virtual factory tour through the KUKA production hall, a robot presentation and many creative activities. So, get involved, be curious and take the opportunities of this week to be the minds of tomorrow and to help shaping the future of a diverse, efficient and innovative robot development. Enjoy the European Robotics Week. Viel Spaß bei der Europäischen Roboterwoche. Okay, so we started where you are, in Germany. Now Finland. At the Robotics Society in Finland, we think the European Robotics Week is a great way to tell common people about the benefits of the robotics, because they are being used nowadays on all areas of our life. Here we have been mainly focusing this autumn on the future talents, meaning the students hopefully studying robotics in the future, and we've been organizing events to bring the companies and the future talents together to learn about the possibilities of the robotics. What we are especially proud of is our new the industrial robot book, which will be launching in the European Robotics Week main event at Hannover. I hope to meet you all there to discuss it more. Toivotamme kaikille erittäin hyvää eurooppalaista robotiikkaviikkoa. We hope you all enjoy the European Robotics Week. Thank you. So, we move on. Hello, this is Ricardo from Hispa-Rom, Spain. Welcome to the European Robotics Week 2023. We are here in CIMO Education Fair at Madrid. Look at my colleagues here. This is the second one of our four crazy days in this edition. Welcome to everyone to come to Spain to enjoy our season. See you soon. And
Hungary? Here at the innovation and demo space of Stucky, we have robotics demonstrations all the time. However, if I have to highlight one program from Hungary, this will be the EDU Robotics Cup, a permanent part of their robotics competition calendar since 2020. EDU Robotics Cup is an online robot building and programming competition which is open for all age groups. This year, the season's theme is sustainability. Software development is cool, but robot programming makes science fiction reality. Euro Robotics Week brings the focus from coding to physical moving components, and this is awesome. Enjoy European Robotics Week. Élvezzétek az Európai Robotikai Hetet. Very nicely done. And not least, Bosnia-Herzegovina. Apparently the sound doesn't get better than this. Sorry about that. Okay, so from Finland in the north to Spain in the southwest, Hungary, Central Europe, Bosnia in the southeast, and Germany here in the heart of Europe. Our network of national coordinators are the people who bring European Robotics Week to life. Without them, we just wouldn't have the events that we do have. They work hard to bring robotics to life for the general public and for school students to encourage the next generation of rising talent to consider careers in the STEM subjects, science, technology, engineering and mathematics, but with a clear focus on robotics. So there you have it. It's good to see at least some of our national coordinators this way, but it's even better to see them in person. One of our colleagues that you saw on the screen here is in the Lichthof today, and he'd like to tell you about a new book about robotics. So please welcome Jyrki Latokartano, Chair of the Robotics Society of Finland. Thanks, Steve. Meine Damen und Herren, sehr gut, dass du bist hier. Yes, and that's about all the German words came to my mind at this moment. Ich bin ganz gespannt, but let's continue in English. So, thank you for the possibility. It's a great honor and privilege to be here to launch the book we've been working on at the Robotics Society in Finland. It's sort of a bit into the theme of this generalizing robotics and bringing the information to people, although we only consider industrial robots. But story starts about 10 years back when our previous industrial robot general book from 1999 started to become a little bit obsolete. So we started discussion that maybe we need to renew the book. And it took another 8 years to get it started. But then 3 years back, we actually got some funding and started the planning and collected the group of people to write it. And we at the Robotics Society in Finland, we focus on industrial robotics and manufacturing, and we see the robots as a tool for people to get more done. And they are not sort of a complex machines, but rather a tool which you can use to make many things. And people we collected, educators, researchers, end users, and the integrators who were writing the book,
they are expert on that, and they mostly look from the robotics in high mix, low volume applications. So we focused on what you can do with robots, how to use them. We kicked out all the Jacobian matrices and all the Denavit-Hartenberg parameters, which are not relevant for the users of the robotics. And for the people who wrote the book, it's about 500 years of cumulative expertise in industrial robotics that we condensed into about 300 pages of the book. And well, we published the Finnish version March this year, and then on next day there were requests that could we have this in English also, because also in Finland we work in a global market, so many companies work in English. And well, it took only 10 years to finish the first book, so why not? And then we were a bit faster, and in 10 months of hard work we managed to condense everything to this book that I'm happy now to launch. So if you have any questions on the topic and stuff, I'm happy to discuss more after this short introduction. But we had an effective editorial team, a lot of discussions, and none of us is Finnish speaker, English speaker, native speaker, and then Finnish is quite a flexible language. You can say things in many ways, and then when you translate that to English, it's somewhat confusing. But anyway, I'm happy to announce the first industrial robot book written in genuine rally English. So it's hopefully still something that the content comes through. The name is The Industrial Robot Book. It's also a bit Finnish approach that we have a book about industrial robots. What should we call it? Industrial robot book. Some proposals were there about the industrial robotics book, but there is one anonymous robot expertise which has very good verbal skills. Let's not name him, but he has fairly long locks, but it's him to blame for the name of this book. But for the content, you can come and blame me. Hope you enjoy. Thank you. Thank you very much, Jyrki, and congratulations and good luck with the book. And incidentally, we very much admired your walking and talking style as you made your national coordinator video. I think if the robotics career doesn't work out, then there could be a future for you in news presenting. Okay, so we move on to our panel discussion. This discussion will be conducted mostly in German. There will be a recording of today's ceremony, and we will provide English subtitles for that. In the discussion, we will explore an important theme. And the question is, how do we imagine the future of work in a robotics and AI-enabled world? And we are, of course, very privileged to have a panel of experts who will explore this question, each from their own personal and professional perspective. And in fact, one of them is even a world champion, as you will shortly hear. So let's meet them one by one. So first of all, I'd like to welcome to the stage Dr. Alexander Georgiadis, who is head of the Digitalization Division at the Lower Saxony Ministry for Economy, Transport, Construction and Digitalization. Lara Trappmann is a student at the Schiller School here in Hanover. She aspires to study mechanical engineering after graduating from high school. Lara first took part in the Roberta Challenge in 2018, and she's also participated in the Robo Cup during the same period, including the Robo Cup World Championship this year, which earned her first place in the super team. So Lara is our world champion. And next we have Dr. Joachim Algemissen, who brings the dimension of federal politics to our panel today. Joachim is the head of the office of the leader of the FDP parliamentary group, the Free Democrats, in the German Bundestag.
Our penultimate panelist, Christine Buchholz-Strasse, is head of the Business and Technology Department at the BBS Burgdorf Vocational Schools. And not least, Professor Tobias Ortmeier, who was our keynote speaker at this event last year. He's co-founder of Voraus Robotik GmbH and so much more in the world of robotics. He was recently described by a colleague as the, quote, robot brain of Robots City Hanover, and we believe that was a compliment. So, five distinct voices, a five-star panel, I think you'll agree. We hope you enjoy the discussion. So over to our moderator for this session, Dr. Reinhard Lafrenz, Secretary General, EU Robotics. Thank you very much, Steve. So we need to change here the battery, or is it anything? Yes? Okay. You have a short time to think about what you would like to ask later on the panel, because I think we need to have a small change here. And you tell me when you are ready. Okay, it's... Okay, so the battery change was not for this microphone, but for the whole big system, so that's good that you don't fall asleep because of the battery runs out and you don't listen anymore. In this case, I would also like to welcome the panelists from my perspective. Thank you very much for being here, and we will now switch again to German to have this real true integration of local events into a pan-European environment. Herzlich willkommen nochmal an unsere Panelists hier heute in Hannover bei der Eröffnung der European Robotics Week. Und da wir leider nicht den ganzen Tag Zeit haben, um diskutieren zu können, was natürlich sehr, sehr spannend wäre, gerade hier durch diese vielfältige, verschiedene Sichtweisen auf dem Panel, würde ich einfach die einzelnen Vertreter hier bitten, einmal ein kurzes Eingangsstatement zu sagen, sowohl von der politischen Seite als auch von der jungen Generation, die sozusagen von der Zukunft der Arbeit, was das Thema des Panels ja ist, längerfristig betroffen wird, als ich es zum Beispiel noch bin. Bitte schön, Herr Dr. Georg Gerdes. Ja, vielen Dank. Also wenn ich an das Thema Robotik denke, dann denke ich eigentlich an eine Schlüsseltechnologie. Und zwar eine Schlüsseltechnologie, die für die Produktion, für Deutschland, für Europa, für die Welt von entscheidender Bedeutung ist und die man eigentlich mit dem Thema künstliche Intelligenz zusammendenken muss. Denn am Ende geht es um Automatisierung, es geht darum, Prozesse effizienter zu machen, Produktivität zu steigern und am Ende auch dem Fachkräftemangel, den wir haben, entgegenzuwirken. Insofern ist das ein Thema, was uns im Ministerium auch sehr stark beschäftigt und wo wir schauen, wie wir die Basis setzen können, damit diese Technologien sich verbreiten und auch effizient eingesetzt werden können. Wie wichtig ist das Thema jetzt direkt bei Ihnen im Ministerium? Ist es sehr, sehr hoch aufgehängt? Also wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit dem Thema KI und Robotik und versuchen durch entsprechende Anreize für Unternehmen eben Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch im Ministerium selbst mit der Frage, wie wir Prozesse automatisieren können. Da spielt natürlich weniger das Thema Robotik, sondern mehr das Thema KI eine Rolle. Wobei wir im Vorgespräch, glaube ich, sagten, Roboter sind ja auch im Prinzip eine KI in der Verwaltung, kann man sagen, ne? Unterstützen und automatisieren. Und insofern ist das natürlich ein Thema. Wie können wir Betriebe, wie können wir den Bürgerinnen und Bürgern Services schneller, digitaler und effizienter eben an die Hand geben? Vielen Dank. Bitte schön. Ja, also ich kann mich der Meinung erstmal anschließen. Ich finde auch gerade für unsere Generation, natürlich wird sich viel im Arbeitsmarkt verändern. Es wird viel automatisiert werden, es wird viel digitalisiert werden. Und ich denke, es ist wichtig, gerade auch die weniger technikversierten Menschen abzuholen und mit den Technologien vertraut zu machen, damit eben der Arbeitsmarkt so funktionieren kann, wie er sich entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ja, vielen Dank für das Eingangsstatement und Herr Dr. Algermissen, bitte. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
an die Veranstalter. Es ist jetzt 2 Jahre her, dass ich schon mal auf dem Panel von den Robotics aus Hannover gewesen bin und ich habe da gute Erinnerungen dran. Sehe da hinten Philipp Becker, der das hier mit organisiert hat. Da erstmal nochmal herzlichen Dank an die Organisatoren. Ich bin tatsächlich Vertreter oder wurde hier angekündigt als der Vertreter der Bundesregierung. Da muss ich immer, bin ich selber ein bisschen zurückhaltend, weil ich arbeite für die FDP-Bundestagsfraktion. Habe gerade gesehen, dass ich einen FDP-Stift sogar in meiner Tasche gehabt habe. Das war mir gar nicht so klar. Und jetzt kommt der kleine Gag des Tages. Ich wollte hier mir ein paar Notizen machen und der Stift geht nicht. Also ich hoffe, Sie verstehen, was ich sagen möchte. Also zum Thema Arbeit der Zukunft, über die wir heute sprechen wollen. Vielleicht will ich mit einer These starten. Weil mich, jetzt kriege ich hier einen von SPD oder, nee, okay, will ich mit einer These mal starten, weil ich immer wieder, also ich bin Ökonom, eigentlich ein Mann aus der Wirtschaft, der sich in der Politik verlaufen hat, weil ich immer wieder auf Menschen stoße, das war vor 10 Jahren noch schlimmer, aber es ist immer noch der Fall, die Angst haben vor der Digitalisierung, Angst haben von Robotics. Das Thema zerstört im Grunde unsere Arbeit oder nimmt uns die Arbeit weg. Und ich bin da komplett anderer Meinung, ich bin davon überzeugt, und das wäre die These, Technologieschübe schaffen immer neue Jobs. Die Jobs werden halt nur anders. So, und vielleicht, darüber wollen wir heute auch sprechen, was heißt das ganz genau? Ich bin immer wieder überrascht, so in den letzten Wochen, Monaten, über welche neuen Jobs ich dann stoße. Jetzt gibt es einen Prompt-Engineer, der in der Lage ist, für Unternehmen KI zu programmieren zum Beispiel. Oder es gibt den AI-Ethics-Manager, ne, der guckt, dass die KI auch die richtige ethische Herangehensweise quasi hat. Und viele, viele andere Jobs. Und insofern bin ich da ganz guter Dinge über die Zukunft und freue mich heute auf die Diskussion. Ja, vielen Dank für das Eingangsstatement. Das passt ja wunderbar, wenn Sie gesagt haben, neue Jobs, wo man ganz überrascht ist, was kommt. Wie greift das jetzt die Schulseite auf? Wie ist es dann auch gerade im Bereich der Ausbildung bei den Berufsschulen? Wie schnell kann man auch sowas aufgreifen? Wie schnell kann auch zum Beispiel so eine Transformation stattfinden? Bitte, Ihr Eingangsstatement. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir auch seitens der Schulen hier sein dürfen. Und das ist für uns natürlich eine ganz spannende und momentan fast elementare Frage, weil sich sehr viel entwickelt. Und ich komme nun aus einer relativ großen Bündelberufsschule. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Berufsgruppen bei uns im Hause und viele Ausbildungsbereiche, ähnlich wie die BBS Neustadt, die Kollegen habe ich auch schon gesehen. Viele Grüße. Und es ist tatsächlich so, dass wir natürlich sehen müssen, wie gehen wir mit diesen neuen Technologien um. Auf der einen Seite haben wir Lehrpläne, die uns vorschreiben, wie die Ausbildung zu laufen hat, beziehungsweise welche Inhalte vermittelt werden müssen. Und das beruht natürlich auf dem dualen System, was schon seit fast Jahrhunderten in etwas älteren Formen etabliert ist. Das heißt, das hat sich langsam entwickelt. Wir sind sehr stolz auf unser deutsches duales System. Andererseits müssen sich Berufe neu orientieren und natürlich gibt es eine Grundbildung, aber wir müssen auch Einfluss nehmen auf die neuen Technologien und gucken, wie wir das in Schule umsetzen können und vor allen Dingen, welche Ressourcen wir auch dafür zur Verfügung haben. Vielen Dank. Gucken wir mal einen Schritt weiter. Nach der Ausbildung, zum Beispiel wenn man einen Abschluss an einer Uni gemacht hat, ist ja oft der Wunsch, das Ganze in die unternehmerische Seite zu überführen. Und hier haben wir einen Vertreter dieser Gruppe von Leuten, die bereits erfolgreich sowohl die Universitätsseite als auch die Startup-Seite mitgeprägt haben. Ja, von meiner Seite erstmal vielen Dank. Jetzt habe ich noch gerade auf die Frage gewartet, aber es war ja eher ein Statement. Vielleicht versuche ich da noch mal ein bisschen anzuknüpfen. Viel wurde ja schon gesagt. Schlüsseltechnologie bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube eben auch, ich bin ein großer Freund vom Pipeline-Gedanken. Das heißt, wir müssen früh anfangen, die Kinder für Technik zu begeistern, weil wenn wir in den weiterführenden Schulen sind, glaube ich, ist es zu spät. Da ist schon sehr viel der Berufsentscheidung gefallen. Das, glaube ich, ist so das eine. Wenn wir also früh anfangen, dann kriegen wir die Begeisterung, wir kriegen die Personen, die dann später entsprechende Berufe ergreifen oder aber zumindest keine Berührungsängste haben, was auch schon angesprochen worden ist.
Und ja, so ein bisschen zu meiner Rolle oder meiner Funktion hier in der Podiumsdiskussion. Und dann, glaube ich, kriegen wir auch den Schwung, um eben gute Ideen, die in Hochschulen entstanden sind, Universitäten oder auch in Krankenhäusern. Ne? Wir gucken immer so ein bisschen ja auf die Produktion, aber ich glaube, Robotik wird sich noch in viel, viel mehr Bereichen durchsetzen. Ich glaube, egal, ob wir es wollen oder nicht, wir müssen aber das Beste letztendlich unter dem demografischen Wandel daraus machen. Dann kriegen wir eben auch den Schwung, sozusagen die Dinge in die Gesellschaft zu tragen, neue Firmen zu gründen und ja, letztendlich mit dem großen Ziel, eigentlich eine bessere Lebensqualität für uns alle zu erreichen. Vielen Dank für das Eingangsstatement. Ja, wir haben ja jetzt verschiedene Perspektiven schon gehört. Jetzt wäre auch meine Frage, wenn man jetzt zum Beispiel eine McKinsey-Studie anschaut, die sagt, dass ungefähr die Hälfte der Arbeitstätigkeiten automatisiert werden können, allerdings nur ein geringer Anteil, 5% kann voll automatisiert werden, aber ein recht großer Anteil kann zumindest entweder teilautomatisiert oder unterstützend tätig sein für uns. Wie kann man das aufgreifen? Wie kann das Ganze jetzt umgesetzt werden? Das heißt aber auch jetzt die Frage zum Beispiel wieder an die Politik, was kann man machen? Die Frage wäre jetzt zunächst mal wieder hier, was kann man als Regierung tun, was kann man über ein Ministerium initiieren, vorantreiben und auch wie kann der Blick jetzt sozusagen aus dem relativ lokalen Kontext mit Blick auf die ganze Situation in der Welt, wo ja überall Veränderungen stattfinden, umgesetzt werden, wenn man das sozusagen im Kleinen umsetzen will, was man im Großen im Blick hat. Ich glaube, zunächst einmal muss uns die Studie ein Stück weit Mut machen. Also das ist natürlich die Frage, wie man so eine Studie dann interpretiert. Das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass im Prinzip alles automatisiert werden kann, sondern das heißt im Umkehrschluss, dass man den Menschen immer noch braucht. Und das ist ja auch gut so und das ist auch wichtig. Es werden neue Jobs entstehen und man muss aber dazu sagen, wir brauchen ja auch die entsprechenden Skills in der Ausbildung, um letztendlich mit diesen Technologien dann umgehen zu können. Das heißt, Politik hat natürlich dann und Verwaltung an verschiedensten Ebenen Aufgaben, die es zu bewältigen geht. Das fängt bei den Kerncurricula an und bei der entsprechenden Ausbildung. Das geht dann weiter in Richtung der Universitäten und dem Thema des Wissenstransfers, denn wir müssen die Technologien, gerade im Robotikbereich ist ja noch viel im Forschungsstadium, wenn ich an Pflege denke, was da noch für Potenziale sind. Da haben wir auch einen Fachkräftemangel im Übrigen, den wir entgegenwirken müssen. Das heißt, wir müssen es da auch schaffen, Anreize für die Forschung zu schaffen, dass wir dieses Wissen transferieren in Produkte, in Wertschöpfung in Europa. Denn wenn wir es nicht machen, dann machen es andere. Vielen Dank. Ja, Sie wollen gleich was ergänzen, bitte. Ja, gerne. Anreize ist so ein bisschen das Thema. Ne? Also hier sitzt natürlich auch ein Liberaler, der auch Anreize immer sehr gerne mag. Also ich kenne die Studie auch. Und man muss bei der Studie tatsächlich sehr differenzieren, weil es geht ja bei den Jobs, die es heute auch gibt in unserer heutigen Wirtschaft, ist ja dieses Stichwort Substituierbarkeitspotenzial, darum geht es ja. Ne? Welche Jobs können wirklich substituiert werden? Auf der einen Seite gibt es die klassischen Fertigungsberufe, da wo die KUKA-Roboter, die berühmten, in Einsatz kommen. Und es gibt aber auch, ich bin Vater von zwei kleinen Kindern, es gibt auch die Frage, kann man, Stichwort KI, kann man Robotics einsetzen in Jobs wie zum Beispiel in der Erziehung oder auch in der Pflege. Ne? Natürlich, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen, natürlich kann man in der Pflege aber unterstützend einen Roboter einsetzen, darüber spricht man ja auch, diese Service-Roboter, die dann unterstützen, wenn da eine bettlägerige Person ist, die man dann auch aus dem Bett rausheben muss und dann setzt man KI ein, Robotics ein. Ich beobachte diese Frage, diese Diskussion sehr stark in der Bundesregierung, weil dieses Potenzial ist natürlich da. Das K.O.-Argument, was es immer wieder gibt, ist die Frage der Haftung. Darum geht es am Ende. Nehmen wir das einfache Beispiel, wenn ich meinen Sohn mir vorstelle, wie er in der Kita liegt und von einem Roboter gewickelt wird und mein Sohn fällt dann von der Wickelkommode runter,
wer hat die Haftung? So, darum geht's. Das kann man jetzt übertragen auf ganz viele andere Bereiche, aber die Frage, ich finde, das Beispiel zeigt es ganz gut. Ne? Das Gleiche kann man jetzt auch übertragen auf die Pflegekraft, wo dann der Roboter die falschen Medikamente gibt und die Pflegekraft und der zu Pflegende verstirbt. Ne? So, also insofern, diese Haftungsfrage, die müssen wir halt klären. Und das ist aber neben den Rahmenbedingungen, die Alexander Georgiades gerade schon angesprochen hat, muss natürlich auch viel aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen selbst auch kommen. Also ich selber habe viele Jahre für die Arbeitgeberverbände gearbeitet und habe gesehen, dass es Unternehmen gibt, auch hier in Niedersachsen, die sehr weit sind. Da kommt man hin und man hat das Gefühl, man betritt so ein Raumschiff von Star Trek Enterprise, weil die halt sehr weit sind in Bezug auf Industrie 4.0, alles mit Computern ausgestattet. Dann gibt es aber nach wie vor Unternehmen, die arbeiten, da stehen dann noch so grüne Maschinen. Und diese grünen Maschinen sind nicht nachhaltige Maschinen, wie man sich das vorstellt, ökologische Maschinen, sondern diese grünen Maschinen, die kommen aus dem Koreakrieg. Die sind aus den 60er Jahren, mit denen wird immer noch gearbeitet. Ich spreche von einer Feinseilerei, in der ich mal gewesen bin. Also insofern, auch da müssen die Unternehmen quasi mitarbeiten, da muss Politik und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten, um diese Potenziale letztendlich zu erheben. Und Politik muss am Ende natürlich die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen. Ja, das war eine sehr interessante Perspektive, jetzt auch mal aus der anderen Blickweise, was es an Haftung oder an regulatorischen Aufgaben noch zu bewältigen gibt. Vielleicht mal jetzt eher die Frage in Richtung Ausbildung wieder zurück. Wie weit könnten solche Änderungen aufgegriffen werden im Curriculum? Jetzt die Frage an Sie. Was muss getan werden, um da einfach ein bisschen am Ball zu bleiben, und wie kann man junge Leute motivieren, dann auch ständig sich weiterzuentwickeln und von vornherein sozusagen das Konzept des Lifelong Learning zu adaptieren? Ja, also ich glaube, die Grundlage wird, wie Sie auch schon gesagt haben, recht hügelig. Da gibt es auch Untersuchungen zu tatsächlich, und ich glaube, bei Frau Trappmann war das ähnlich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Dennoch können wir natürlich in den Schulen diese Innovationen oder diese neuen Technologien auch aufgreifen und müssen das auch und wollen das natürlich auch, um zum Beispiel auch Ängste zu nehmen. Wir haben jetzt beispielsweise auch, wir sind da noch recht am Anfang, andere Schulen sind da schon weiter, Roboterarme angeschafft, mit denen die Schülerinnen und Schüler lernen zu programmieren. Es gibt natürlich diese kleinen fahrbaren Roboter, die, mit denen man an Wettbewerben teilnehmen kann. Das war gestern ja zum Beispiel hier der Fall. Es gibt aber eben auch andere Technologien wie die additive Fertigung. CNC-Technik ist ja mittlerweile schon, ich sag mal, Routine. Das können viele Schülerinnen und Schüler schon. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich nachher im Beruf eine Spezialisierung in hohem Maße erfolgt. Das können wir in der Ausbildung im Grunde in vielen Bereichen nicht abbilden. Und ich habe kürzlich gelesen, dass 65% der Berufe, die wir kennen, so nachher im Grunde gar nicht mehr ausgeübt werden in der Zukunft, sondern dass es natürlich andere Spezialisierungen geben wird. Wie gesagt, das ist nicht alles abbildbar, aber ich denke, dass wir tatsächlich zumindest ansatzweise vorbereiten können und eine breite Offenheit schaffen können diesen Technologien gegenüber. Das bedeutet auch, dass man sich breit aufstellen muss als Schule für Auszubildende, und natürlich, und das kommt dazu, da sind wir dann auch beim Lehrer oder beim Lehrpersonal, muss es entsprechendes Personal geben mit den notwendigen Fachkompetenzen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Sorge, können wir das in Zukunft tatsächlich gewährleisten? Der Lehrermangel greift um sich. Kann man da vielleicht auch auf Robotik zurückgreifen, oder gibt es Softwareprogramme oder Möglichkeiten und Mittel, um vielleicht zu unterstützen? Und dann haben Sie noch etwas gesagt, der Unterschied in den Betrieben, in den Ausbildungsbetrieben ist natürlich auch sehr, sehr groß. Das heißt, wie die Betriebe sich aufstellen, wie sie technisch ausgestattet sind, da gibt es riesige Unterschiede, und das ist natürlich für die Kompetenzen der Auszubildenden schwierig, sie auf einen Nenner zu bringen sozusagen nachher. Vielen Dank. Ich würde jetzt gleich nochmal hier unsere Vertreterin der Schülergeneration fragen.
Fühlen Sie sich durch die aktuelle Art, wie das Thema in der Schule gehandhabt wird, gut vorbereitet auf einen künftigen Beruf, jetzt schon sozusagen in der Endphase Ihrer Schullaufbahn, oder kam auch viel Wissen über die Technik durch die Hobbyaktivitäten, insbesondere durch die Weltmeisterschaft im Robocup oder Ähnliches sozusagen, dass man dann Learning by Doing sehr viel angeeignet hat? Was könnte das Schulsystem noch besser machen als jetzt? Das wären so die Fragen. Also persönlich muss ich sagen, bei mir kam viel über die Tätigkeiten, die ich privat gemacht habe, über die Wettbewerbe, an denen ich teilgenommen habe. Beispielsweise zum Beispiel in der Schule ist es so, ich sitze jetzt im Informatik-Leistungskurs, es ist sehr, sehr viel Theorie, es gibt wenig Anwendung, also auch Robotik ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil, was wirklich behandelt wird, was ein bisschen schade ist, weil es so viele schöne Möglichkeiten gäbe, aber zum Beispiel die Themen, die wir aktuell im Curriculum behandeln, das nicht unbedingt so zulassen. Also wir haben viel wirklich Theoretisches, also beispielsweise Kryptologie oder Algorithmen, machen wir alles theoretisch. Bei Algorithmen würde es sich zum Beispiel anbieten, das auch praktisch anzuwenden, an Robotern, den Leuten quasi so den Funken überspringen zu lassen, da privat sich auch weiter zu engagieren. Und da sind wir auch wieder dann bei dem lebenslangen Lernen, dass man da sich auch privat dann ja den Wunsch hat, weiteres Wissen anzueignen. Und ich fände es wichtig, dass die Schulen da auch auf die Praxis übergehen, gerade um dann auch beispielsweise für ein Studium oder für eine Ausbildung schon so eine gewisse Grundlage zu bieten, weil die Grundlage, die wir aktuell bekommen, halt sich wirklich sehr auf die Theorie bezieht und wenig auf die Praxis. Würdest du denn sagen, dass das an der Infrastruktur liegt oder am Curriculum, oder was sind die Gründe dafür? Also sind die Lehrer da nicht, haben die dafür keinen Blick oder haben sie keine Infrastruktur in der Schule, um sowas zu adaptieren? Was sind deiner Meinung nach die Ansätze, die man angehen müsste? Also ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus beiden. Also bei mir in der Schule, wir hätten kleine Robotersysteme zur Verfügung, die man nutzen kann. Die werden bei uns auch im Rahmen von AGs zum Beispiel genutzt. Das Curriculum sieht es allerdings halt irgendwie nicht fest vor. Und ich glaube, es würde helfen, wenn in dem Curriculum Praxisphasen irgendwie verankert werden würden, wo dann gesagt wird, okay, jetzt kann man an einem beliebigen Robotersystem, zum Beispiel das, was die Schule einfach gerade hat, das muss ja nicht festgelegt sein, das einfach mal umsetzen und das einfach den Schülern mal zeigen, wie das funktioniert, weil es hilft mir viel, wenn ich das, es hilft mir wenig, wenn ich das auf dem Papier kann und alles aufschreiben kann, aber das in der Praxis nie gemacht habe. Das wird mir dann im Beruf leider nicht so viel bringen. Und ich glaube, deswegen ist es eine Mischung aus beidem. Es gibt sicherlich Schulen, da mangelt es auch an dem Inventar und an den Robotern selber beispielsweise, um die, wo vielleicht einfach das Geld dann nicht dafür da ist, um die anzuschaffen. Aber ich denke, gerade auch durch die Digitalpakte, die es gab, dass zumindest wir hier in der Region Hannover wir relativ gut aufgestellt sind. Das ist ja ein klarer Aufruf an die Politik, hier auch sowohl das Curriculum anzupassen, als auch vielleicht noch mehr in Lehrerfortbildungen und Infrastruktur zu investieren, um hier auch die richtigen Skills dann zu gewährleisten. Wir wissen alle, Skills ist im Moment ein Riesenthema. Und wie sieht die Politik das jetzt mit zum Thema Upskilling, Reskilling? Und was können zum Beispiel auch Universitäten oder Firmen dazu beitragen? Vielleicht erstmal ganz kurz nochmal aus der Politik. Ja, gerne. Also ein Megathema muss unbedingt noch stärker forciert werden. Ich habe auch gerade mir zwei kleine Notizen gemacht. Einmal Frau Buchholz-Strasser sagte, 65% der Jobs, die gibt es bald nicht mehr. Sie haben vom Thema lebenslangen Lernen gesprochen. Das sind ja genau die Dinge, die gerade auch in der Debatte sind. Ne? Also wir sprechen über Dinge wie zum Beispiel, wir sind jetzt heute in der Uni und jeder Studierende kennt das Thema BAföG. So. Es gibt gerade im Bundesbildungsministerium eine Debatte über ein Midlife-BAföG. Also quasi, dass man sagt, warum gibt es eigentlich nur ein BAföG, während man studiert?
Und warum gibt es das nicht später auch nochmal, wenn man in diese Phase reinkommt, dass sich der Job verändert hat? Also dass quasi mein Job wegautomatisiert wurde und der fällt unter die 50% von McKinsey. Ne? So, also warum gibt es dafür kein Midlife-BAföG und man unterstützt solche Dinge mit 1.000 Euro im Jahr? Also das wird gerade debattiert. Kein Beschluss, sondern eine Debatte. Das Gleiche ist, man muss sich anpassen in Bezug auf, es gibt eine tägliche Höchstarbeitszeit, das gibt es in Deutschland. Das passt gar nicht mehr unbedingt auf diese digitalen Jobs. Ich selber bin ein Familienvater, ich muss manchmal auch flexibel sein, also gerade meine Frau arbeitet auch. Warum kann man das nicht übertragen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit, dass man halt das überträgt, so rein rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Also insofern, es sind viele Dinge gerade aktuell in der Debatte und darüber wird gesprochen und ich fand gerade ihren Aufschlag total gut und auch interessant, weil das sind eigentlich genau die Punkte, die Politik verstehen muss und wo sie halt auch mit der Zeit gehen muss. Aber, und das erlebe ich leider auch, seitdem ich in der Politik bin, das wirst du bestätigen, die Mühlen mahlen manchmal langsam. Das ist auf der einen Seite eine Stärke, aber gleichzeitig auch eine Schwäche des Systems, die wir haben. Aber wir haben noch kein besseres System gefunden. Genau, also steht da Opfen, ölt den Stein. Ne? Und das ist so ein bisschen die Devise da. Man braucht auch ein langes Durchhaltevermögen. Also ich glaube, wir zumindest im Land Niedersachsen machen schon eine ganze Menge. Also wir fangen, sag ich mal, im frühen Kindesalter an, unterstützen beispielsweise ja auch die Robotik-Initiative hier in Hannover und auch das RITA-Projekt. Also insofern, wo man sich schon früh mit der Thematik beschäftigt, wie begeistere ich junge Menschen, gar nicht mal nur für Robotik, sondern für MINT insgesamt. Ne? Also wir sehen das deutlich breiter, gehen dann über, das ist natürlich dann eher die Zuständigkeit des Kultusministeriums, da muss man dann immer gucken, ne? Das ist auch nochmal so ein beliebtes Wort, Zuständigkeiten, ne? Dass man die Kolleginnen und Kollegen dort eben auch mitnimmt. Wir als Wirtschaftsministerium wollen natürlich immer alles möglichst gestern und sofort, aber die Fachkräfte müssen ja auch entsprechend ausgebildet werden. Das ist natürlich dann eher auch in dem Bereich eine Sache, die ein paar Jahre braucht. Ja. Insofern sind wir da aber hartnäckig und lassen nicht locker. Bis hin dann zum wissenschaftlichen Bereich, wo wir dann mit dem Wissenschaftsministerium jetzt ja auch mit unserem Programm Zukunft Niedersachsen ordentlich Geld in die Hand nehmen, um eben auch Wissenstransfer zu machen. Auch im Bereich Robotik sind wir da gut unterwegs. Insofern, sage ich mal, ist es eine ganze Fülle an Maßnahmen, die wir da auf den Weg bringen und wo wir sagen einfach, da muss man einen langen Atem haben. Ja, vielleicht eine kurze Ergänzung. Das weiß Frau Buchholz-Strasser am Ende viel besser als ich, aber einer der neuesten Ausbildungsberufe in Deutschland ist der Elektroniker für Gebäudesystemintegration. So, diese Debatte über diesen Ausbildungsberuf, die kenne ich noch aus dem Jahr 2017, da wurde schon drüber gesprochen. Ein Elektroniker für Gebäudesystemintegration, der kümmert sich um große Gebäude, die Temperatur selber regulieren. Also das heißt halt, das Gebäude erkennt Außentemperatur, wie viele Menschen sind im Gebäude und welche Temperatur ist gerade perfekt für das Gebäude aktuell. So, der Elektroniker kümmert sich darum, wenn das kaputt ist, also wenn es nicht geht. So. Diesen Ausbildungsberuf, einer der neuesten in Deutschland, der ist zertifiziert worden im Jahr 2021. Also seit 2021 kann man diesen Beruf lernen und wir haben vorher 4 Jahre darüber gesprochen. Also insofern, das am Ende, Stichwort Curriculum, und das dann auch wirklich perfekt auszutarieren, ist leider manchmal ein langer Prozess. Das heißt ja aber auch, dass die Zeiten von den ersten Ideen, neue Berufe wirklich ins Leben zu rufen, bis sie tatsächlich umgesetzt werden, relativ lang sind und dass dann auch sehr wenig neue Berufszweige dann konkretisiert werden. Aber vielleicht gerade nochmal aufgreifend das Thema Wissenstransfer und die Rolle der Unis. Tobias, willst du noch hier was ergänzen? Ich glaube, dass sich die Universitäten zum Teil sehr stark den Schulen ähneln und doch aber auch gleichzeitig fundamental unterscheiden. Ich meine, ähnlich sind die Universitäten oder glaube generell die Hochschulen, was das starre regulatorische Konzept angeht. Also man reguliert sich einfach zu Tode, weil alles bis zur dritten Nachkommastelle irgendwie vorgegeben wird. Und Alexander, ich kenne dein Engagement aus dem Ministerium heraus, ist aber bezeichnend, dass es ein bestimmtes Ministerium ist, nämlich dass das hier steht, wenn ich gleichzeitig sehe, wie andere Ministerien sich schwer tun, über die selbstgesetzten Grenzen, Richtlinien zu springen oder die zu ändern, dann erfüllt mich das schon ein bisschen mit Sorge, weil
glaube, es gab mal einen Bundespräsidenten, der hat gesagt, na, die Welt wartet nicht auf Deutschland. Also bis sich ein MWK beispielsweise mal bewegt, habe ich manchmal das Gefühl, eher erkaltet vielleicht die Sonne bei uns. Bin mir nicht ganz so sicher, wer diesen Wettlauf gewinnt. Also deswegen erst noch mal vielen Dank an dich und dein Ministerium. Das ist so ein bisschen das eine. Ich glaube, da stecken wir alle in einem unheimlichen Korsett. Ne? Also etwas Neues zu machen, in den Schulen mal eine Stunde zu bekommen, um was Neues auszuprobieren. Muss man gefühlt den halben Regenwald abholzen, um so viele Anträge zu schreiben, bis man das endlich mal durchkriegt. Und das Beispiel war jetzt auch gerade so ein bisschen, ne, wie lange es dauert, bis man einen neuen Ausbildungsberuf dann mal möglicherweise etabliert hat. Wahrscheinlich interessiert es dann irgendwann keinen mehr. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Dazu gehört auch sicherlich, Frau Trappmann hatte das angesprochen, die Unterfinanzierung, die ein ganz großer Hemmschuh ist an der Stelle. Ich glaube, da sind wir uns einig, was Universitäten und Schulen angeht. Wo es Unterschiede gibt, ist, ich glaube, wenn eine Universität das Humboldtsche Ideal ernst nimmt, dann ist sie eigentlich geradezu verpflichtet, ständig die eigene Lehre in Frage zu stellen und neue Konzepte einzuführen. Weil nach Humboldt lebt ja sozusagen die Lehre an den Universitäten, vielleicht jetzt mal abgesehen von irgendwelchen mathematischen Grundlagenfächern, wo man auch durch muss, aber lebt ja die Lehre davon, dass neue Forschungsergebnisse eben in die Lehre eingebracht werden und in die Ausbildung der Studenten eingebracht werden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man das richtig macht, und das merkt man vielleicht nicht so sehr beim Bachelor, da, wie gesagt, Mathematik, Werkstoffkunde, was auch immer, muss man vielleicht ein bisschen durch, aber zumindest im Master, dann glaube ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Also da hat man ständig Neues, und ich kenne das noch aus meiner Zeit, man hat irgendwie nach 3 Jahren gedacht, Mensch, das, was du da vor 3 Jahren gemacht hast, so richtig aktuell ist das nicht mehr, musst du über den Haufen werfen, musst du neu machen. Deswegen, ich glaube, das ist vielleicht der ganz große Unterschied, aber letztendlich stecken wir alle in einem irrsinnigen Korsett, und ich würde mir mehr wünschen, oder würde mir wünschen, wenn Politik im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips eigentlich den Leuten vertrauen würde und sagen würde, okay, pass mal auf, du bist jetzt Lehrer oder du bist Hochschullehrer. Das bist du ja nicht ohne Grund, und ich glaube, du weißt schon ein Stück weit, warum du etwas machst, und ich glaube auch, dass du es richtig machst. Das ist das, was mir zum Teil gefehlt hat in meinen 12 Jahren an der Universität. Vielleicht, wenn ich dazu mal kurz darf, ich finde, das ist alles total richtig, also das auch mit dem, also das Überbegriff Bürokratie, ein Riesenthema, was uns wahnsinnig lähmt und wo Politik unbedingt dran muss. Und ich glaube auch, ich höre nämlich unfassbar häufig von Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmen, von Verbänden, von Institutionen täglich, wie furchtbar alles ist. Also quasi der Untergang des Abendlandes, der hier immer geschrieben wird. Gleichzeitig dazu nur 2 Dinge. Deutschland ist seit diesem Jahr die 3rdgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir waren sonst immer die 4rdgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben jetzt Japan überholt. Also einfach, um mal eine positive Botschaft nochmal zu senden. Gleichzeitig, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat vor kurzem bekannt gegeben, dass Stichwort Zuwanderung in den Arbeitsmarkt Deutschland international auf Platz 3 ist, hinter USA und Kanada, weil wir nämlich eine wirtschaftliche Stärke haben, weil wir ein gutes Image haben nach wie vor in der Welt. Und ich denke mir manchmal, wenn ich diese Zahlen lese oder diese Ranglisten angucke, denke ich mir, das ist nicht das, was mir gespiegelt wird. Mir erzählen Leute immer, wir gehen quasi unter. So, am Ende ist Wirtschaft 50% Psychologie, Emotionen sind ansteckend, und ich appelliere immer gerne daran, auch mal dieses ganze Meckern und Nörgeln, was natürlich sehr berechtigt ist, gar keine Frage, und da muss echt was getan werden, auch mal umzudrehen und zu sagen, vielleicht ist es alles gar nicht so schlecht, was wir hier haben. Ja, vielen Dank für das Statement. Eine ganz kurze Bemerkung dazu. Ich glaube, das ist ja auch einer der Anliegen, die wir haben als Robotics, als Verband, aber auch mit unseren Aktivitäten, speziell mit der Robotics Week, einfach mal dieses positive Image, sowohl was Jobs angeht, als auch was die Technik angeht. Und gerade in Deutschland sind wir ja auch im Vergleich teilweise eher technologieskeptisch, um es vorsichtig auszudrücken. Und einfach mal zu zeigen, dass das wirklich cool ist und gerade junge Leute zu begeistern, um dann auch zu sagen, ja, Mensch, das könnte ich mir tatsächlich für meine spätere Zukunft vorstellen. Ihr wollt noch was ergänzen, bitte. Genau, ich wollte noch einmal kurz ergänzen. Ich möchte es nur noch mal richtig stellen. Ich habe nicht gesagt, 65% der Jobs verschwinden. So war das nicht gemeint in der Studie, sondern die werden sich verändern. Also die werden nicht mehr so ausgeführt werden, wie wir das kennen.
Und das ist etwas, was uns, was wir natürlich auch, wie gesagt, in den Schulen merken, das, was wir auch schon gehört haben, was dieses Korsett, was uns zwingt, curriculare Inhalte abzuarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und da wäre es tatsächlich schön, wenn eine gewisse Flexibilität da wäre. Also dieser Zeitraum in den curricularen Vorgaben gleich eingebaut werden könnte, weil, wie gesagt, die Schulen genauso unterschiedlich sind wie die Betriebe. Und ich komme, wie gesagt, vom beruflichen Gymnasium, da ist es etwas anwendungsbezogener und wir würden unglaublich gerne mehr Robotik, mehr Lasertechnik, mehr additive Fertigung mit den Schülerinnen und Schülern üben und erarbeiten, aber das geben die Vorgaben des Zentralabiturs im Grunde gar nicht so wirklich her. Und es nützt, glaube ich, auch nichts, darauf zu warten, dass es angepasst wird, weil die technologische Entwicklung viel, viel schneller sein wird, als jemals ein neues Curriculum erstellt werden wird. Und von daher denke ich, dass es vielleicht zukünftig Freiräume geben sollte in den curricularen Vorgaben, mit denen wir dann auch eigenverantwortlich arbeiten könnten. Ja, vielleicht dazu eine ganz konkrete Sache, die wir natürlich auch hier leisten können, ist, wir können einfach öffentlich ausrufen, Leute, geht in die Schulen, wenn ihr irgendwie in einem der Hightech-Berufe tätig seid, organisiert doch einfach einen kleinen Event im Rahmen von der European Robotics Week. Dann gibt es irgendwo einen kleinen Fleck auf unserer Europakarte und ja, wir haben noch ein Event mehr. Das ist eine ganz einfache Sache, wo man sagen kann, Leute, die aus der Praxis einfach mal zeigen, was geht. Entweder oder Tag der offenen Tür in irgendeiner Firma machen. Einfach mal den jungen Leuten vorstellen, welche Optionen es gibt, was wirklich jetzt gerade aktuell in der Produktion, in der Forschung läuft und einfach mal sozusagen diese Barrieren aufbrechen. Das ist das Curriculum, das ist irgendwas, was dann draußen in der Praxis ist und versuchen hier einfach mehr Transparenz und Durchlässigkeit zu erzeugen. Einfach die Awareness maximieren in dem Fall und dazu ist natürlich so ein Event wie hier und die ganz, ganz vielen verteilten Events während der Robotics Week ein sehr guter Startpunkt, auch wenn ich mir wünschen würde, dass hier nochmal irgendwie mindestens mal ein Faktor mit ein paar Nullen dran steht. Ja, wir sind leider schon relativ nah am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob Fragen aus dem Publikum sind. Ansonsten, wenn Fragen wären, wäre das natürlich auch toll, ein bisschen mehr Interaktion hier mit unseren Zuschauern. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Ansonsten würde ich nachher noch eine kleine Schlussrunde mit unseren Panelmitgliedern hier machen. Aber ich würde auch gerne durchaus ein paar Fragen hier aus der Zuhörerschaft zulassen. Wir haben leider hier ein bisschen wenige Mikros, deswegen, José, bitte. Hallo, das ist eine Frage für die Frau Laura Trabmann. Ich finde es toll, dass Sie auch die, sich so begeistern können für Technik. Und meine Frage ist, gab es ein Schlüsselerlebnis, das, weshalb Sie sich dafür interessiert haben? Gab es was aus der Familie, im Freundeskreis, ein European Robotics Week Event? Ja, gab es irgendwas? Das würde mich sehr interessieren. Tatsächlich ja, es gab ein Schlüsselevent. Wir bei den iBots, wir veranstalten im Jahr mehrmals Mädchentage, um mehr Mädchen auch für Technik zu begeistern und für Robotik zu begeistern. Und ich bin da tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall hingekommen und dann so ein bisschen da kleben geblieben und seitdem da nicht mehr weggekommen und mache da jetzt schon im 6. Jahr dann Robotik. Ja, super. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Panel? Wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich noch einmal hier die Schlussrunde einläuten, bevor wir dann zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Machen wir es einfach wieder hier der Reihe nach. Bitte schön, Herr Dr. Gehler. Ja, also was nehme ich mit? Also ich fand das Schlussstatement jetzt eigentlich nochmal bezeichnend, dass man so jemanden, eine Fachkraft von heute und morgen, kann man ja eigentlich schon sagen, die man händeringend sucht in der Wirtschaft, eigentlich durch Zufall zu so einem Event gekommen ist und dort dann kleben geblieben ist. Das ist aber was Positives, wenn jemand irgendwo kleben bleibt. Das kennen wir in Deutschland noch anders. Aber Spaß beiseite. Insofern müssen wir das als Politik natürlich fördern und unterstützen. Das machen wir auch. Insbesondere hier in Niedersachsen haben wir jetzt auch eine Initiative, wo wir mit den RoboSparks eben
Mädchengruppen, die dann eben Roboter entwickeln, fördern. Das wollen wir natürlich weiter ausrollen. Wir haben da auch das Kultusministerium an unserer Seite, also da freuen wir uns natürlich. Und insofern glaube ich, ist das ja, etwas, was ich mitnehme, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Ich denke, es passiert schon viel in die richtige Richtung. Natürlich kann man immer mehr machen, aber das ist, ja, sind Wünsche auf hohem Niveau. Aber genau, also ich finde gerade, es ist wichtig, auch die junge, für die ich ja hier heute stehe, die junge Generation immer ein bisschen mit im Blick zu haben und ja, quasi aufzupassen, dass man die mit abholt und dass man nicht in 10 Jahren da steht und merkt, okay, hätte man vielleicht vorher was machen sollen. Insofern finde ich das ganz, ganz wichtig und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das in der Zukunft, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja, das was wir hier alle gemeinsam veranstalten, das ist ja Zukunft. So, und wir begeistern Leute für die Zukunft und davon kann es gar nicht genug Formate geben. Also deswegen auch da nochmal die Motivation an die Veranstalter, das auch in Zukunft weiterzumachen. Und nochmal ganz herzlichen Dank für die Organisation, das ist echt toll. Ich möchte eigentlich gerne schließen mit dem, da wiederhole ich mich jetzt so ein bisschen, aber wir haben aktuell in Deutschland so roundabout 2 Millionen offene Stellen. Und die durchschnittliche Zeit, um eine Stelle zu besetzen, liegt aktuell in Deutschland bei ungefähr 150 Tagen, also 5 Monate. Ne? So, also wir haben halt ein Fachkräfteproblem. Und hier durch so eine Veranstaltung, die jetzt sehr spezifisch auf Robotics ausgerichtet ist, begeistern wir vielleicht auch junge Leute in diesem Bereich später ihre Passion zu finden. Und wenn wir das nur mit einer Person geschafft haben, ist das ja schon ein toller Erfolg. Also insofern, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber Emotionen sind ansteckend und lassen Sie uns alle positiv auf die Zukunft blicken und das hier auch weiterhin positiv begleiten und dann kriegen wir das auch alle in Zukunft gut hin. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Insbesondere, ich sag mal, ich glaube im Namen vieler Schulen, dass wir im Rahmen des Digitalpaktes, der auch schon erwähnt worden ist, Anschaffungen machen konnten, die wir sonst hätten nicht machen können. Und die uns dazu befähigen, beziehungsweise es unseren Schülern, Schülerinnen und Schülern und uns ermöglichen, ganz kreativ mit neuen Technologien umzugehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr notwendig. Ich hoffe, dass das auch gesehen wird und dass wir das weiterführen können. Und insofern bin ich ganz gespannt. Ich glaube, viele meiner Kolleginnen und Kollegen brennen auch für diese Sachen und sind ganz optimistisch, gehen da optimistisch mit den neuen Technologien um. Und ja, ich hoffe, dass wir das so weitermachen können und dann hoffentlich noch ein paar junge Menschen begeistern können. Ja, dann vielleicht zwei Dinge von meiner Seite oder eigentlich 2 Stichworte. Das eine wäre aus meiner Sicht Freiheit. Wir brauchen Freiheit, Dinge auszuprobieren, neue Technologien auszuprobieren, auch die Chance, Fehler machen zu dürfen und dann weiterzumachen. Das ist das eine. Und das andere ist, das hat sich schon ein bisschen angedeutet, wir müssen raus. Also raus aus den Universitäten, wir müssen rein in die Schulen, die Kinder und Schüler da abholen, wo sie sind. Und deswegen möchte ich gleich nochmal Werbung machen für den Tag morgen. Morgen ist nämlich Education Tag. Wir haben, glaube ich, 13 Aussteller morgen und wir freuen uns über jede Schulklasse, über jeden Schüler, über jede Schülerin, die vorbeikommt, die Roboter anfassen kann und wo dann hoffentlich ein Funke überspringt für die Robotik, schön für Naturwissenschaften, aber genauso schön, weil manchmal ist Robotik auch nur Mittel zum Zweck, um Leute zu begeistern. Ja, vielen Dank und ein großer Applaus an alle Podiumsteilnehmer hier. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Aber bevor Sie wegrennen, würden wir Ihnen gerne noch ein kleines Dankeschön-Paket überreichen. Danke. Oh, und ich sehe hier, da ist auch ein kleines Lego drin. Das heißt, für alle großen und kleinen Spielkinder, die sich bisher noch nicht ausgetobt haben mit den praktischen Dingen, hier ist etwas Stoff, um das nachzuholen. Bitte sehr. Und was ist mit dir? Auch an unseren Mitorganisator hier, Tobias, vielen, vielen Dank. Ja,
having said this, we will switch back. So all the people who are not able to understand German, please wake up again, and I will hand over back to Steve Duswell for the moderation of the rest of the session. Thank you very much. Thank you very much to all of our panelists. That looked like a very lively conversation. I look forward to the subtitles so I can find out what it was all about. I did understand a couple of German expressions like lifelong learning and learning by doing. And oh, thank you to Jose Ferri for the question as well. It's good to have some audience participation at the same time. Okay, so we're going to move on now. We're almost at the end of our ceremony, but we're going to present some awards. So, these are the Robotic Talents Awards. They're offered by the Lower Saxony Ministry for Economy, Transport, Construction and Digitalization. And these, for this ceremony, awards have been made for two PhD theses, one master's thesis and one school project. The prize for schools recognizes in particular the training of children and young people in the field of robotics. The jury members for this awards competition were Philipp Becker from Vision Lasertech GmbH, Professor Annika Ratz, who heads the Institute of Assembly Technology at the University of Hanover, and Professor Tobias Ortmeier, who you've just seen in the discussion panel. And to present the awards and introduce them, welcome back to the stage, Dr. Alexander Georgiadis from the ministry. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum für mich interessantesten Teil, und zwar eine Auszeichnung den sogenannten Robotik-Talenten. Und das ist eine Auszeichnung, die eigentlich perfekt zu der Podiumsdiskussion passt, die wir gerade erlebt haben. Eine Auszeichnung, mit der wir ja, besonderes Engagement, besondere Qualität in Masterarbeiten, in Bachelorarbeiten, in Doktorarbeiten, aber auch in Sonderpreisschulen haben wir auszeichnen. Und das machen wir nicht erst seit heute, das machen wir schon seit 2019, damals, als wir das erste Mal unsere große Digitalkonferenz TechTide auf der deutschen Messe ins Leben gerufen haben. Da haben wir gesagt, was sind eigentlich die Schlüsseltechnologien von morgen, wo wir Anreize schaffen müssen für junge Leute, dass sie sich damit beschäftigen. Und das war Robotik und das war kurz darauf dann das Thema KI. Also wir haben damals schon gesagt, das sind eigentlich Schlüsseltechnologien, die es in der Wirtschaft braucht, wo wir einen Anreiz schaffen müssen für junge Leute, dass sich hier exzellente Forschung, exzellente Wissenschaft, exzellente Lehre in der Schule vollziehen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute wieder zum wiederholten Male die Robotik-Talente Niedersachsen verleihen können, die auch finanziell vom Wirtschaftsministerium dotiert sind. Ich darf mich aber ganz herzlich an dieser Stelle erstmal bei der Jury bedanken, denn ohne die Jury, da bitte ich auch nochmal um einen Applaus, wäre es nicht möglich, dass wir diese Auszeichnung zum einen fachlich so gut bewerten können und zum anderen eben am Ende zu auch einem qualitativ hochwertigen Urteil kommen. Deswegen vielen Dank an die Jury, an Professor Annika Ratz vom Institut für Montage und Handhabungstechnik, an Philipp Becker von Vision Lasertechnik, der auch hier vor Ort viel in der Organisation eingebunden ist und sich engagiert hat, ebenso wie Professor Tobias Ortmeier, der Mitgründer von Voraus Robotik ist und insofern auch praktische Expertise hier mit einbringt. Vielen Dank und jetzt übergebe ich an die Jurymitglieder für die Laudatio und die Begründung und dann rufen wir die entsprechenden Preisträger nach vorne und übergeben die Urkunden. Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank, Alex. Uns macht der Robotik-Talente-Preis unheimlich viel Spaß. Erstmal ist es so eine Berufung vom Wirtschaftsministerium. Da sagt man immer, okay, man kann gar nicht Nein sagen, aber es macht uns sehr viel Spaß, weil wir so viele tolle Bewerbungen bekommen und auch viele Sachen lesen dürfen, von denen wir sonst eben nichts mitbekommen dürfen oder mitbekommen würden. Und darum macht diese einmal im Jahr durchgeführte Jury-Sitzung immer sehr, sehr viel Spaß, weil wir dort viel, viel erfahren. Wir fangen an mit dem ersten Preis, der sogenannte Sonderpreis Schule.
Wir fanden es nämlich immer ein bisschen schade, dass man sich immer so um Unternehmen gekümmert hat, um Promotionen gekümmert hat und überall gab es Preise, aber die Schulen und die Bildung, die sind immer ein bisschen so unter dem Radar gelaufen. Die Lehrer haben sich gefreut, die Schüler haben sich gefreut, wussten es teilweise aber auch gar nicht zu schätzen, was die Lehrer überhaupt für einen dort tun. Und das Ganze haben wir gesagt, das möchten wir gerne prämieren, das möchten wir auszeichnen und darum haben wir diesen Sonderpreis Schule mit aufgenommen. Und in diesem Jahr auch viele Bewerbungen aus Schulen bekommen und eine ist ganz besonders hervorgestochen. Das fanden wir besonders gut. Diese Schule hat schon sehr, sehr früh mit Robotik angefangen und damit auch so ein bisschen Pionierarbeit in der Bildung mit Robotik betrieben. Und es steht und fällt immer mit sehr motivierten Lehrern. Auch die haben sich dort gefunden und dadurch konnte diese Schule wirklich viel machen. Und das Besondere, es ist sogar eine berufsbildende Schule, die BBS Neustadt. Und ich möchte Sie gerne auf die Bühne bitten. Schön, dass Sie hier sind. Unser Gewinner Sonderpreis Schule. Jetzt auch mit der richtigen Folie, da aus der Presenter, den merken wir uns jetzt. Ich gebe mal ein Mikro weiter. Ich habe ja gerade schon, genau, wir müssen ein bisschen ins Kamerabild. Es wird ja, auch wenn wir jetzt Deutsch sprechen, europäisch übertragen. Ich habe gerade schon eine ganze Menge darüber gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Also es gibt sehr, sehr viele Schulen, die das noch nicht machen. Ich weiß, wo das ungefähr bei Ihnen alles aufgeteilt ist, wer was ganz besonders macht. Möchten Sie was dazu sagen? Das kann ich gerne tun. Mein Name ist Uwe Bax, ich bin der Schulleiter der BBS Neustadt. Ich bin mit meinen beiden Kollegen, dem Abteilungsleiter Herrn Bayer und auch einem unserer Fachlehrer, die in der Robotik besonders intensiv tätig sind, Herr Wehler, hier und freuen uns natürlich über diese Auszeichnung. Wir haben tatsächlich seit 2003, glaube ich, schon angefangen, Roboter mit Automatisierungsanlagen zu koppeln und eben entsprechend kommunizieren zu lassen. Ich habe die Diskussion hier vor auch mit sehr viel Interesse wahrgenommen, weil es geht ja immer um Freiräume in Schule. Und ich glaube, das ist was, was wir früh erkannt haben, dass man das einfach machen muss. Es gibt Lernfelder, in denen sind zwar Inhalte und Kompetenzen vorgeschrieben, aber nicht unbedingt, an welchen Gerätschaften oder an welchen Dingen man das macht. Und wir arbeiten intensiv mit unseren Ausbildungsbetrieben zusammen und gucken auch in diese Firmen, was eigentlich Stand der Dinge ist und was gebraucht wird. Das alleine reicht natürlich nicht aus. Man muss auch Kolleginnen und Kollegen haben, die dann bereit sind, das mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Und auch mutige Kolleginnen haben, weil wenn man jetzt sagt, naja, die Lehrer müssen erst fortgebildet werden, dann dauert das meistens auch zu lange. Oftmals muss man einfach auch mit Schülerinnen und Schülern rangehen und sagen, wie funktioniert das? Und wenn man es nicht bis ins Detail durchschaut hat, dann muss man gemeinsam sich auf diesem Weg machen, das zu ergründen. Diese Philosophie, natürlich haben die Lehrer einen kleinen Vorsprung meistens, aber es kann immer mal sein, dass es ein technisches Problem gibt, was nicht sofort zu lösen gibt. Und ich finde das gut, dass man dann mit den Lernenden rangeht und mit jeder Klasse, die neu kommt, erhöht sich dann unser technischer Stand. Das machen die Unis ja auch so mit ihren Studenten und dann nachher in den Diplomarbeiten oder Masterarbeiten. So ähnlich haben wir das auch. Naja, jetzt habe ich, glaube ich, auch schon genug erzählt. Wir sind eine sehr, sehr weit entwickelte Schule mit Automatisierungstechnik und Robotik. Und wir haben viele Ausbildungsberufe, die diese Technologie einsetzen. Aber ich glaube, ich muss jetzt meine Kollegen noch mal zu Wort kommen lassen, denn das sind eigentlich die, die das mit den Schülerinnen und Schülern in der Praxis umsetzen. Ich versuche nur, den Rahmen so ein bisschen mitzugestalten. Also schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht kann ich einfach noch mal 3-4 Worte sagen, um was es bei uns eigentlich ging oder was der Inhalt unseres Projektes war. Wir haben da zwei Dinge zusammengebracht,
die eigentlich ziemlich weit voneinander entfernt waren. Deswegen die Kollegin, die da auf dem Bild noch zu sehen ist, die Frau Lewandowski, hat eigentlich gar nichts mit Technik oder wenig mit Technik zu tun. Ein bisschen hat an einer berufsbildenden Schule eigentlich jeder mit Technik zu tun, aber das, was sie in das Projekt eingebracht hat, das war der Punkt Berufsorientierung. Wir machen bei uns in der Schule sehr viel Berufsorientierung. Das bedeutet, es besuchen uns Klassen von allgemeinbildenden Schulen, um sich zu informieren, was kann man mal später von Beruf werden, was für einen Beruf kann man erlernen. Und was wir eigentlich schon immer gemacht haben, ist, dass wir den Schülern, das sind, muss man sich vorstellen, das sind so 8-Klässler, 9-Klässler, die kommen zu uns, und wir möchten die natürlich was machen lassen, was praktisch machen lassen, damit die also nicht nur gesehen haben, was es für Berufe gibt, sondern dass sie wirklich etwas getan haben, dass sie ein Gefühl dafür bekommen. Und die Idee war, warum soll nicht ein 8-Klässler, der zu uns in die Schule kommt, mal einen Roboter programmieren? Und das ist natürlich, also vor 10 Jahren hätte jeder bei uns gesagt, das ist Wahnsinn, ein Roboter ist was Gefährliches, ja, das ist was Schwieriges, das muss man stundenlang oder wochenlang lernen und dann kann man sich mit einem Roboter beschäftigen. Und der Kollege Maiko Wähler neben mir, der hat diesen Mut, das auch tatsächlich umzusetzen. Das ist eigentlich mal, wenn ich mich richtig erinnere, aus der Not mal erstanden, wo wir vor der Situation standen, wir wussten, in 3 Tagen kommen die Schüler, was machen wir mit denen? Und Maiko hatte gesagt, ich mache das, ich kriege das hin. Und das war so ein Erfolg nachher. Die Schüler waren begeistert und ich weiß nicht, wie viel Prozent von denen nachher einen technischen Beruf erlernt haben, aber ich glaube fast alle. Und ich glaube, das hat dieses Projekt ausgemacht, dass wir gesagt haben, Berufsorientierung mit Robotern, die dafür geeignet sind, eben programmiert werden zu können. Und also man muss sagen, wenn man in diese Lernsituation reinguckt, oder in dieses Labor reinguckt, wenn die jungen Schüler in dem Alter da arbeiten, da ist eine Begeisterung, die da aufkommt, das ist auch sehr, sehr motivierend für uns. Willst du auch noch was sagen? Der dritte Redner hat natürlich verloren hier, weil alle warten, dass endlich fertig wird. Aber ich möchte so ein paar Stichwörter sagen. Wir arbeiten von dem Schnuppertag, früher hieß es Girls Days, also von 8-Klässlern, noch kleiner, arbeiten wir bis zu den dualen Studenten an den Robotern. Und was ganz wichtig ist, die Begeisterung der Lehrer und die Begeisterung der Schüler, die wir dann kriegen. Das kann man ja, glaube ich, erleben, ne? Auch bei den Schülern. So können wir das wecken und so können wir das in der Zukunft super machen, weil dann haben sie auch Lust und dann geht das auch weiter. Also da passiert richtig viel, wenn sie einmal den Mut gefunden haben, an die Roboter ranzugehen und mit Spaß. Geht auch, wenn die Schüler Spaß haben, haben die Lehrer auch Spaß und zusammen kann man ganz schön was erreichen. Und das ist das Wichtigste. Genau. Ich übernehme mal das Foto hier. So, einmal lächeln. Jetzt ist es amtlich. Ach ja, genau. Vielen Dank. Schön, dass Sie in der Robotic City sind. Ist ja Region Hannover, darf man dazu sagen. Dankeschön. Ja, nach dem Schulpreis möchte ich überleiten zum Preis für die beste Masterarbeit und ich versuche jetzt so ein bisschen Spannungsbogen aufzubauen. Die Masterarbeit wurde von 2 Instituten empfohlen, nämlich einmal von dem Institut für Regelungstechnik und einmal von meinem ehemaligen Institut für mechatronische Systeme. Warum hat uns die Masterarbeit so gut gefallen oder was hat die Masterarbeit ausgezeichnet? Sie hat einen sehr, sehr breiten Bogen gespannt über unterschiedliche Fachdisziplinen, einen sehr starken regelungstechnischen Aspekt. Alle, die so ein bisschen aus der Branche kommen, wissen, Regelungstechnik ist nicht immer das liebste Kind, insbesondere nicht bei einer Abschlussarbeit, aber sie hat eben auch Themen gestriffen, wie beispielsweise Konstruktion oder additive Fertigung.
Was auch immer sehr schön ist, die Masterarbeit war nicht nur sehr gut, sondern sie war sogar so gut, dass aus dieser Masterarbeit oder Teile dieser Masterarbeit auch in eine Publikation eingeflossen sind. Auch das, glaube ich, ist außergewöhnlich. Entschuldigung, doppelte Verneinung ist manchmal ein bisschen schwierig. Also das ist außergewöhnlich und wirklich auch auszeichnungswürdig. Und was uns eben auch freut, dass die Frau, die die Masterarbeit geschrieben hat, sich eben auch weiterhin für die Robotik engagiert und das eben im Rahmen der Roboterfabrik tut. Und ich freue mich jetzt sehr, Frau Sarah Kleinjohann auf die Bühne zu bitten. Herzlichen Glückwunsch. Super. Herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht auch ein paar Worte zur Arbeit, zu Ihrer Person. Ja, gerne. Erstmal Dankeschön für die Ehrung hier meiner Masterarbeit. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das erfahren habe, dass sich die ganze Arbeit, dass sie hier wertgeschätzt wurde. Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Masterarbeit selber. Wie schon angeteasert wurde, habe ich mich mit Robotern beschäftigt, und zwar mit sogenannten Soft-Robotern. Das heißt, die bestehen aus weichem Material und da eben mit der Fertigung, mit der Regelung. Und falls jemand das schon mal was von Soft-Robotern gehört hat, die bringen einige Schwierigkeiten mit sich. Durch diese weichen Materialien sind da viele Modellierungsschwierigkeiten drin, Materialabhängigkeiten, die sich nicht so einfach darstellen lassen. Und all das sind in dem Bereich der Soft-Robotik eben Probleme, mit denen man sich aktuell beschäftigt. Und das habe ich eben in meiner Masterarbeit gemacht. Und genau, das vielleicht soweit zu meiner Masterarbeit. Und ich freue mich, wenn ich ein bisschen von meiner eigenen Begeisterung jetzt in der Roboterfabrik weiterhin an Schüler und Studenten weitergeben kann. Und bin gespannt, was die nächsten Jahre da bringen. Ich bin ja relativ frisch noch dabei. Und viel mehr Worte möchte ich gar nicht verlieren, sondern möchte einfach nochmal allen danken, die mich in der Masterarbeit unterstützt haben. Wie mein Betreuer Tim Lukas, bedanken für die Leute, die mir bei der Nominierung geholfen haben. Das sind Professor Seel, das ist Professor Müller und auch Thorsten Lilge hat mich wahnsinnig unterstützt. Und an letzter Stelle natürlich noch der Dank an Familienfreunde, die während der ganzen Masterarbeit immer an meiner Seite waren. Dankeschön. Wir nehmen das wieder ab. Danke. Ja. Und ich nehme hier nochmal und dann gibt es noch das Foto, oder? Genau. Das Foto. Ich mache Foto. Du machst Foto? Ich mache eine dritte Hand. Das Gute ist, es wird von Mal zu Mal leichter für mich, alles entgegenzunehmen und zu halten. Soll ich einfach übernehmen? Du musst doch jetzt die Nächste. Ich bin der Nächste. Wie bitte? Du bist Promotion. Ja. Promotion. Und bei Promotion haben wir eine Besonderheit. Von den allen Bewerbungen, die wir uns angeguckt haben, haben uns zwei sehr gut gefallen. Das ist sehr, sehr gut für das Land Niedersachsen, weil wir zwei sehr gute Promotionen haben. Für das Wirtschaftsministerium hat es allerdings keine Nachteile, nur für die Gewinner. Die müssen sich nämlich den Preis teilen. Das heißt, das Land spart Geld, zwei Leute sind glücklich und wir auch, weil wir uns einfach bei den beiden nicht entscheiden konnten. Ja, es muss gespart werden, 50 Milliarden fehlen. Ne? Da wo ist denn die FDP? Ist die FDP noch im Hause? Ah, nee, das ist bunt. Ne? Da haben wir es, genau. Die erste Gewinnerin. Also es sind beides gleichwertige Gewinner, aber ich möchte die erste Gewinnerin jetzt nennen, hat sich mit einem Thema beschäftigt, was in der Robotik viel zu selten vorkommt, nämlich die Pflege. Wir alle werden früher oder später, hier sind einige ältere Professoren, die werden wahrscheinlich ein bisschen eher Kontakt zur Pflege haben, andere ein bisschen später. Das Pflegethema ist allgegenwärtig und wir haben dort ein gigantisches Fachkräfteproblem. A, kriegen wir keine und B, die in der Pflege arbeiten, die fallen sehr, sehr häufig viel zu früh aus, weil es eben auch eine körperliche Belastung ist. Und ich glaube, ich kann hier einmal aus der Arbeit zitieren, da wird nämlich von der Hauruck-Methode beispielsweise bei der Umlagerung gesprochen, das heißt, Patientin ist bettlägerig, Patient ist bettlägerig und das sämtliche Handling ist dort natürlich auch abhängig von der vom Körpergewicht des Patienten immer ein wirklicher Kraftaufwand. Und gerade dieses Hauruck, dann haben wir natürlich auch häufig noch einen Zeitdruck in der Pflege und das Hauruck führt dann eben häufig dazu, dass über 50% der Pflegekräfte regelmäßig Rückenprobleme haben.
Und da ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, was gibt es denn für technologische Möglichkeiten, die uns dort helfen könnten? Und die Gewinnerin der Promotion, des Preises Promotion, hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt und hat die kollaborative Robotik dafür genutzt, wie man hier eben den Roboter als Werkzeug benutzen kann und damit dann diese körperliche Belastung um bis zu 50% reduzieren kann. Und ich freue mich sehr, von der Uni Oldenburg Frau Anna Brinkmann auf die Bühne zu bitten, die Gewinnerin des Promotionspreises des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. Herzlichen Glückwunsch. Also, auch von mir. Herzlichen Glückwunsch. Tobias, darf ich dein Mikro mir ausleihen? Jeder? Ja. Was brauchst du denn? Ein Mikro brauche ich noch. Ja, da haben wir schon. Nee, jetzt nicht mehr. Frau Brinkmann, es hat mich sehr gefreut, aus Oldenburg, nicht mehr Robotic City, aber Land Niedersachsen. Ja, ist noch okay, ne? Ist noch okay, ist meine Heimat sogar, also dann ja, besonders ja. Gut. Wir haben uns sehr darüber gefreut, weil das eben auch gerade jetzt ein Thema ist, was ja vielleicht allgegenwärtiger ist als andere Robotik-Themen. Sie kommen aus der Pflege, das habe ich in Ihrem Werdegang gesehen, oder zumindest aus Medizintechnik, ja, medizinischen genau. Bereich, so rum, ja. Genau. Wie haben Sie die Brücke zur Robotik geschlagen? Ja, interessante Frage. Ich habe ganz klassisch Medizintechnik studiert, bin dann an die Sporthochschule in Köln gegangen für den Master und da war das Ganze eher ausgerechnet auf Sporttechnologie und mit dem Schwerpunkt Biomechanik. Und weil ich Lust hatte zu promovieren, habe ich mir eine Stelle gesucht, die so ein bisschen beides im Grunde abdeckt. Und ja, unser Institut ist das Institut für Assistenzsysteme und Medizintechnik. Wir hatten ein paar Roboterarme, wir hatten ein Pflegelabor und ich hatte die Idee, warum bringen wir nicht Biomechanik mit ein und schauen mal, was die Robos denn am Pflegebett leisten können und inwiefern wir ja, Pflegepersonal entlasten können. Das heißt, der Hauptfokus, also ich habe das System nicht entwickelt, das haben meine Kollegen gemacht, vielen Dank nochmal. Aber wir haben uns die Pflegekräfte angeschaut und wirklich einen Blick auf die Biomechanik gesetzt und tut das robotische System das, was es soll, nämlich entlasten und das tut es in diesem Fall. Ja, jetzt, so kam das. Jetzt haben Sie so eine tolle Promotion, so ein tolles Promotionsthema, was aktueller, glaube ich, nicht sein kann. Wir reden immer über Fachkräftemangel in der Pflege besonders. Mhm. Wie sieht denn Ihre weitere Lebensplanung aus? Bleiben Sie der Robotik und der Pflege im weitesten Sinne der Medizin erhalten? Was sind da Ihre Pläne? Ja, also jetzt gerade wird eine Habilitation angestrebt und ja, vielleicht mit dem Ziel, irgendwann eine Professur einzunehmen. Aber ich hoffe in Niedersachsen. Ja, sehr gerne. Wenn Sie eine Stelle haben, sagen Sie Bescheid. Ich lege bei Falco Moss ein gutes Wort ein. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ich freue mich sehr und bin ganz stolz. Vielen Danke. Dank für die Bewerbung. Vielen Dank, dass Sie das im Land Niedersachsen machen. Ja, sehr gerne. Ich habe nur das Mikro. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, mache ich gleich weiter, dass wir dann zum Ende der Veranstaltung und insbesondere natürlich auch zum Buffet kommen. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig und vor allen Dingen auch unsere Aussteller haben sich hier auch schon sehr geduldig erwiesen. Ich habe vorher so ein bisschen rumgeguckt, es lohnt sich auf jeden Fall, also nicht nur zu essen und dann zu gehen, sondern die Aussteller zu besuchen, dann zu essen und dann noch ein bisschen zu bleiben. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Ja, und ich möchte ganz gerne überleiten zur zweiten Promotion, die wir auszeichnen. Vielleicht auch ein Thema, das man nicht direkt erwarten würde, genauso wenig wie man vielleicht nicht direkt mit Pflegerobotik rechnen würde, sondern das ist eine Arbeit, die sich mit der Inspektion von Flugzeugturbinen beschäftigt. Ein oder andere mag vielleicht sogar mit dem Flieger hierher gekommen sein und so schön das Fliegen ja auch ist, ich bin doch immer ein bisschen froh, wenn man dann auch sicher gelandet ist, weil man weiß, viele bewegte Teile in so einer Turbine, rot glühend, es dreht sich schnell, also richtig gut, es fühlt sich das manchmal nicht an. Und ja, derjenige, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, hat sich genau dieser Aufgabenstellung gewidmet, nämlich der Inspektion von Flugzeugturbinen. Das wird normalerweise per Hand gemacht mit Boroskop und dann guckt da jemand rum und man hofft dann eben auch, dass der keine Stelle übersieht, dass die Schadensbilder richtig eingeschätzt werden und Ähnliches.
Und das ist eben auch wichtig zu automatisieren, zu objektivieren, dass man eben wegkommt von den subjektiven Eindrücken eines Technikers, der vielleicht auch mal schlecht gelaunt sein kann oder vielleicht auch mal richtig gut drauf ist und sagt, na komm, passt schon. Und die Arbeit geht eben in die 3D-Sensorik, robotergestützte Inspektion von Flugzeugturbinen, von der Konzeption bis zum Aufbau. Und ich freue mich, heute Herrn Philipp Mittendorf begrüßen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie auch meine Dissertation ausgezeichnet haben. Also das war ja auch wirklich viel Arbeit und freut einen natürlich umso mehr. Ich glaube, zu den Hintergründen, das haben Sie schon sehr gut eingeführt. Also die Arbeit stammt eigentlich aus einem Sonderforschungsbereich hier aus Hannover, in dem es darum ging, die Regeneration komplexer Investitionsgüter zu untersuchen. Das heißt, wie können wir wirklich teure Maschinen langlebig betreiben und auch vielleicht günstig reparieren. Und speziell bei Flugtriebwerken ist es wichtig, dort eine frühzeitige, naja, im Endeffekt Qualitätssicherung durchzuführen, um sagen zu können, ob die Maschine sicher weiterfliegen kann und vielleicht auch am Anfang günstige Reparaturen durchzuführen. Und Schwerpunkt meiner Arbeit war es eben, das Ganze auf robotergestützter Messtechnik umzurüsten und zu automatisieren, dass sowohl im Triebwerk, also in sehr beengten Bauräumen mit Endoskopen gemessen werden kann, als auch an sehr reflektierenden Bauteilen wie an Kompressorschaufeln oder ähnliches überhaupt 3D-Messtechnik möglich wird. Und das Ganze eben robotergestützt. Und ja, das verfolge ich jetzt auch in dem Sinne in einer abgewandelten Form weiter. Also ich komme direkt auch aus dem Auto. Ich stehe auch vorne im Parkverbot, bitte nicht abschleppen. Das ist okay, da kriegt man nur so rote Zettel. Ich sammle die heute. Also ist das okay. Okay. Also wir haben gerade in Berlin mit unserem Startup, was wir jetzt gründen nach der Promotion, einen Nexus-Forschungstransfer verteidigt und sind jetzt dabei, eine Firma zu gründen, die sich mit der automatisierten Inspektion auf KI-Basis beschäftigt. Also wir werden hier im Land Niedersachsen noch etwas Innovation einbringen, wenn es geht. Also das freut uns natürlich besonders, ne? Also dass wir nicht nur, sage ich jetzt mal, eine exzellente Promotion haben, sondern dass wir dann auch ausgründen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das Thema Wissenstransfer vorhin auf dem Panel gehabt und dazu gehört natürlich auch, dass wir aus der exzellenten Forschung heraus eben auch Unternehmensgründungen vorantreiben und dass wir als Staat auch da die entsprechende Unterstützung mit den Exist-Förderprogrammen, aber auch mit entsprechend, wenn es dann ums Skalieren geht, Risikokapitalbeteiligung und Co., da eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und da sind die Bedingungen in Niedersachsen, glaube ich, ganz gut. Insofern freuen wir uns, wenn wir da weiter unterstützen können als Wirtschaftsminister. Ja, also das kann ich nur zurückgeben. Das sind echt gute Bedingungen. Es wird immer besser aktuell. Schauen wir mal, was mit dem Haushalt jetzt ist. Aber nicht zu viel loben. Ich nehme das wieder ab. Wunderbar. Ich nehme das einmal ab fürs Foto. Bitte schön. Super. Wir hätten gerne noch mehr, aber A, keine Preise mehr und auch kein Geld mehr vom Wirtschaftsministerium. Das heißt, wir übergeben wieder zurück an Steve. Right, so, thank you, Philipp, thank you, Tobias, and thank you, Alexander. And congratulations once again to all of the winners of the Robotics Talents Awards. So, I think ceremonies are a bit like a sandwich with the bread on top is the welcome, and the bread at the bottom is the thank yous, and then you have all the tasty stuff in the middle. Well, you've had the tasty stuff now, and we're down to the lower level of the thank yous. We're almost at the end, and very shortly you'll be able to take advantage of all of the catering over there, the drinks and the food. But let me just thank a few people who absolutely must be thanked. Okay, so we've considered robotics and the future of work from different dimensions, and we've been fascinated, educated, and hopefully entertained also by distinguished speakers, and we've met some new talent. I think that's a very good afternoon's work, and I hope you agree. None of this would have happened without a host of people who have mostly worked behind the scenes. We want to show our appreciation to the planning team,
to Jens Kodlarski, to Philipp Becker, and to Tobias Ortmeier from here in Hanover, who've worked incredibly hard to create this event. So a round of applause for the planning team, please. And of course, to my colleagues within EU Robotics, Reinhard Lafrenz and Inga Rehorst, and Javier, who you may have seen taking a zillion photographs today. And of course, we would like to repeat our thanks to Ina May for the Roberta Challenge, which is one of the unique features of robotics here in Hanover. So we thank all of our sponsors and our exhibitors. You can see around the perimeter have been very active here today, and I believe they'll be here again tomorrow. I better show you who they are on the screen. And I'd like to offer my personal thanks to Sebastian and Felix at the technical desk, who've kept us in sound and vision this afternoon. Thank you also to Lister Lauber for the catering. Thank you to all of our speakers, panelists, and guests, and not least, thank you there, you the audience, for your time and attention and your presence there this afternoon. Thank you also for those who are on our live stream today. I don't know how many people have been streaming in from across Europe, but hopefully we will have a wider audience there. And so the central event continues tomorrow and on Friday. European Robotics Week continues throughout this week, and who knows when it will finish, because that's how it is with European Robotics Week. For those of you who are still here with us here at the Lichthof, there's no need to rush off. No, stay, mingle, talk, eat, drink. You're very, very welcome. And that's it. I have just two more gifts to offer. One is to our keynote speaker, Professor Michael Beetz. No, you take it. So, ich darf ja auf Deutsch, das ist sehr gut. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Keynote und den Einblick in die Arbeit. Da drin ist eine kleine Spezialität. Es gibt diesen Spruch, es hat seinen Grund, warum regionale Spezialitäten regional bleiben. Das ist hier auch so, das nennt sich Lütje Lage. Und ich wünsche damit viel Spaß und nochmal vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, und dann haben wir noch ein zweites Geschenk, und zwar für Ina May, die aber wahrscheinlich noch bei ihren Schülern weilt. Genau, Ina May, vielleicht die, die es noch nicht mitbekommen haben, Ina May über die Roberta Challenge hat den Tag gestern organisiert. Sie hat mir gesagt, sie hatte ungefähr 200 Schüler hier in diesem Lichthof, 200 Schüler, die an Roboterwettbewerben teilgenommen haben. Ich finde, das war wirklich sensationell, und ich würde sagen, ich übergebe dann das Geschenk einfach, wenn ich Sie das nächste Mal wieder treffe. Ich hoffe, es ist nichts Verderbliches drinnen, und dann würde ich nochmal an Steve zurückgeben. Okay, Steve, thank you so much. Okay, so that is it. I've been Steve Doswell. This has been the opening ceremony for the central event, and this is European Robotics Week. Good evening.